Ja, der Körper verändert sich. Ich denke, der größte Impact aktuell ist sicherlich durch die Smartphone-Nutzung. Unser Kopf ist vom Gewicht her wie eine Bowlingkugel. Und wenn du dir überlegst, was die Nackenmuskulatur arbeiten muss, wenn der Kopf die ganze Zeit nach vorne geneigt gehalten wird, ist das immens. Stellst du noch in Frage, jeden Tag die Zähne zu putzen? Nee, du machst es einfach. Was ist dein Zähneputzen für den Körper? Was ist der Ausgleich? Aber fängt es nicht auch schon an, beispielsweise beim Sportunterricht in der Schule? Dafür, dass die meisten Tage Arbeitsunfähigkeit in Deutschland nach wie vor auf dem Bewegungsapparat und da vorwiegend auf den Rücken zurückzuführen sind. Was haben wir da an Prävention? Hast du mal einem Patienten gesagt, du hast keinen Bock auf den? Bevor du jemanden heilst, klärt zuerst die Frage, ob er bereit ist, das aufzugeben, was ihn krank macht. Freunde, diese Folge wird gesponsert von AG1. Ihr kennt es mittlerweile, ich bin ein sehr großer Fan von dem Produkt. Und ich benutze AG1 eigentlich jeden Morgen, gehe ich her und mache quasi mir mein Wasser. Kein Handy eine Stunde nach dem Aufstehen, sondern wirklich gechillt, aufstehen, einfach nur mir schön das Pulver nehmen, das gechillt da reintun. Und einmal trinken. Und tu, was gut ist für mich, ist echt, also klingt jetzt wirklich banal, aber ist für mich so mittlerweile echt ritualisiert. Wenn nicht, dann macht's mir meine Freundin mittlerweile. Also die macht's auch. Athletic Greens unterstützt die Gesundheit von deinem Körper. Deswegen ist es sehr, sehr gut, morgens einfach so eine kleine Routine zu haben. Glaub mir, allein dieses sich daran erinnern und dieses grüne Pulver sehen, hilft euch schon, nicht auf irgendwelche anderen dummen Gedanken zu kommen. Ihr habt dort über 75 Inhaltsstoffe, Mineralstoffe, Vitamine, Adaptogene und so weiter und so fort. Also wirklich alle möglichen so Mikronährstoffgeschichten, die euch gut tun. Das Ganze ist auch in einer hohen Bioverfügbarkeit da drin, wird deswegen auch von eurem Körper sehr gut aufgenommen. Ja, ich benutze Athletic Greens schon seit über einem Jahr. Ich muss sagen, ich bin echt top zufrieden. Falls ihr Bock habt, das Ganze auszuprobieren, eurem Körper was Gutes zu tun, unten in der Beschreibung habt ihr einen Link. athleticgreens.com/Tim Gabel. Vitamin D3 und K2 kriegt ihr als Jahresvorrat dazu und dann noch 5 Travel Packs. Als Neukunde kriegt ihr noch so eine Aufbewahrungsdose, die ist echt sehr, sehr nice. Also ist so eine Metalldose, die nur so einen leichten Magnetverschluss hat, mit einem sehr geilen Löffel, der auch echt hochwertig ist. Also allein dieses Feeling daraus, das zu trinken, macht es auch echt besonders. Und dann kriegt ihr noch einen Shaker dazu und dann kriegt ihr das Ganze monatlich geschickt. Ihr habt keine Vertragslaufzeiten oder irgendwas, ihr seid da nichts gebunden. Egal, wo ihr wohnt, kriegt einfach geschickt und dann habt ihr es daheim und habt das alles. Und dann einfach morgens machen. Das kann ich euch mit als Tipp auf den Weg geben. Unten in der Beschreibung ist der Link. Ansonsten, falls ihr nicht überzeugt seid, habt ihr eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Das heißt, ihr könnt das gut ausprobieren, sehen, ob es wirkt und falls es nicht wirkt, einfach zurückgeben. Ich kann euch sagen, probiert's aus. Freunde, ich habe heute Dr. Markus Klingenberg zu Gast. Der Mann ist Orthopäde und war es damals auch noch Orthopäde und Unfallchirurg, hat man zusammen gemacht. Die wurden ja zusammengelegt. Ist nicht mehr so, ne? Doch, immer noch. Ja? Früher war es getrennt, jetzt seit 2005 zusammengelegt, Ortho-Unfall, genau. Sportmedizin haben die meisten noch dabei. Hast du Sportmedizin auch dabei? Genau. Darüber haben wir uns ja kennengelernt. Wir haben nach jemandem gesucht, der uns hilft, die Algorithmen bei der App anzugucken. Und dann sind wir auf dich gestoßen und ja. Dann haben wir uns darüber so ein bisschen kennengelernt. Das stimmt. Apps wirken ja erstmal so fern von der Medizin, aber ich finde sie eine extreme Bereicherung im Endeffekt. Seit 2 Jahren können wir sie verordnen und sie sind geeignet, einige der Probleme zu lösen, mit denen wir im Alltag immer wieder zu tun haben. Vor allem, wenn wir von Erkrankungen oder Verletzungen reden, wo die Mitarbeit des Patienten gefordert ist. Also wo das Tun nicht nur an mir liegt, sondern wo die Verhaltensweisen unmittelbar auf den Erfolg der Behandlung sich unmittelbar auswirken. Sprich, ich möchte, dass du Muskel kräftigst. Das kann ich dir 100-mal sagen. Du musst es am Ende machen. Und deswegen finde ich auch euer Konzept interessant, das zu integrieren, um eine Plattform aufzubauen, mit der jemand trainieren kann. Wo aber nicht nur ein Bereich, sondern im Grunde alle möglichen Bereiche von Ausdauerernährung, Kraft ihren Platz finden. Da werden wir später auf jeden Fall auch noch ein bisschen wahrscheinlich drüber reden. Aber vorab, das habe ich dich tatsächlich noch gar nicht gefragt, ist, wieso hast du Orthopädie gemacht? Ja, fällt mir immer der dumme Witz. Hast du mir ein Bein gebrochen? Nein, gar nicht. Eigentlich wollte ich Mechaniker werden, aber ich kann kein Öl sehen. Nein, ich habe als Leistungssport Judo gemacht. Und was dir beim Judo immer mal wieder passiert, du verhebst dich, du verdrehst dich und das, was ich gerade eben gemacht habe, man dreht sich, kennst du dieses
Lösungsgefühl, es knackt, ob jetzt mit Geräusch oder ohne, aber du hast das Gefühl, ah, jetzt fühlt es sich freier an. Ja. Das ist ja eine der unmittelbarsten Therapieformen. Du machst etwas und du hast direkt das Resultat. Wenn du hohen Blutdruck hast, dann kann man den einstellen mit Tabletten und mit allgemeinen Verhaltensweisen. Aber zwischen hier ist das Problem und hier ist die Lösung, liegen unter Umständen Tage, manchmal Wochen. Bei der Chirotherapie... Und ist unklar. Auch. Bei der Chirotherapie, du merkst, du bist blockiert, du bewegst dich. Ah. Ganz faszinierend ist, das ist mir vor einem Jahr mal ganz bewusst aufgefallen. Du manipulierst jemanden, also Chirotherapie habe ich auch gemacht und manuelle Medizin, das wird in Deutschland auch synonym verwendet. Viele Patienten lachen dann. Ja? Die haben da ein Problem, du renkst sie ein und plötzlich meistens sagen sie, oh, das hat aber geknackt und lachen. Also das passiert nicht dauernd bei Patienten. Das ist was Schönes. Wie du dich vielleicht freust, wenn du mit jemandem trainierst, ihm einen Trainingsplan machst und er freut sich danach. Diese Erfahrung dieser schnellen Wirksamkeit war etwas, was mich fasziniert hat. Und die ersten Erfahrungen habe ich eben beim Orthopäden gemacht. Wobei heute Chirotherapie, gerade dadurch, dass du Orthopädie und Unfallchirurgie zusammengelegt hast, ja etwas ist, was manche machen, aber was keineswegs Pflichtbestandteil ist. Genauso wenig wie die Sportmedizin, die Akupunktur oder ähnliches. Aber das war so der erste Kontakt mit der Orthopädie. Und aus dem Sport, Leistungssport, Judo kommend, hast du halt auch viel mit dem Bewegungsapparat zu tun. Ich habe früher als Trainer gearbeitet. Du lernst was über Anatomie, über die Trainingsmöglichkeiten. Und da ist es ja ein sehr, sehr schneller Weg hin zur Orthopädie und zur Sportmedizin. Hast du direkt, als du Medizin angefangen hast, wusstest du, dass du Ortho machst? Eigentlich wusste ich das vorher. Krass. Der Gedanke nach der Schule war, weil ich jetzt familiär nicht den Kontakt zur Orthopädie hatte, außer über einen Onkel. Jura, Sportwissenschaften, Medizin, das war so eigentlich die Auswahl, die mir im Kopf vorschwebte. Jurist? Ja, mein Vater war im Auswärtigen Amt und irgendwie so dieser Grundsätze, diese grundsätzliche Richtung hätte... Weil ich dich jetzt so ein bisschen kenne, ich stelle mir das gerade vor, wie du als Jurist wärst. Das ist ein bisschen abgefuckter Gedanke. Ja, wie Dr. House auf Jura. Genau. Und dann habe ich im Zivildienst Rettungsdienst bei der Feuerwehr gemacht. Da hast du ja dann durch die Rettungssanitäter-Ausbildung ein bisschen Kontakt mehr in Richtung Medizin. Hatte ein Semester Jura über die Fernuni gemacht und mein Judo-Lehrer an der Sporthochschule. Das war alles in den damals 13 Monaten Zivildienst. Und in dem Verlauf war dann eigentlich klar, Medizin soll es sein und dann auch Richtung Sportmedizin, Orthopädie. Was ist da so? Ist das ja schon ein relativ breites Feld. Ich meine, also was kriegt ihr bei Orthopädie? Ich habe jetzt immer zum Beispiel, als ich damals meine Probleme hatte mit meinem Rücken, war ich beim Orthopäden und ich habe halt dann erwartet, okay, hier steht ja auch noch Sportmedizin und so, der wird mir jetzt irgendwie helfen können. Aber bei mir war das dann so, yo, ich hatte da meine Rückenbeschwerden, wurde ins MRT geschickt, dann sagt ein Radiologe, oh, Katastrophe, du kannst gar nichts mehr machen, beurteilt es, steht Katastrophe da, überall ist alles kaputt wegen meinem Kraftsport und wegen dem Kicken. Dann sagt der Orthopäde, das kannst du nicht machen, das kannst du nicht machen, das kannst du nicht machen, das kannst du nicht machen. Und ich habe mich dann so gefragt, okay, da steht jetzt Sportarzt, wohin gehe ich jetzt da eigentlich hin? Und dann ist jetzt so die Sache, ihr als Orthopäden, ihr habt ja schon echten, und Unfallchirurgen ist ja schon ein Riesenbild. Heißt, irgendjemand hat einen Autounfall und bricht sich die Beine, bricht sich den Arm oder ich breche mir den Arm oder whatever, gehen alle darüber und sind alle beim Orthopäden-Unfallchirurgen und jetzt aber auch diese schleichenden, degenerativen Geschichten landen auch bei euch. Also was ist so alles, was kommt alles so zu euch? Und beide Geschlechter, anders als beim Frauenarzt, der sich ja primär auf ein Geschlecht festlegt. Oh, stimmt, das ist auch ein großer Unterschied. Und die Altersspanne. Der Orthopäde macht den Ultraschall der Säuglinge nach der Geburt. Das ist ja auch Teil der U2, glaube ich.
Also einer innerhalb der ersten Tage hat im Grunde jedes Neugeborene in Deutschland Kontakt mit einem Orthopäden. Und du hast es gerade angesprochen, bei den degenerativen Erkrankungen, es zieht sich bis ins hohe Lebensalter. Bestimmte andere Fachdisziplinen richten sich ja entweder, Thema Gynäkologe, nur kümmern sich nur um ein Geschlecht oder nur um eine gewisse Zeitspanne, wie der Kinderarzt, der per Definition dann von 0 bis 18 zuständig wäre. Und der Gerontologe, also der Spezialist für Altersmedizin, erst, ich weiß gar nicht, ob es da ein klassisches Startdatum gibt, aber vielleicht 60, 70 aufwärts. Also wie du schon sagst, das Spektrum ist relativ groß. Die Unfallchirurgie ist natürlich häufig eher reagierend, weniger präventiv. Zum Zahnarzt gehst du solltest du ein-, zweimal im Jahr gehen für eine Prophylaxe. Und in der Unfallchirurgie ist das weniger der Fall, außer bei Sportmannschaften, wo man natürlich schaut, nimm mal den Helm beim Skifahren oder einen Rückenpanzer, den du beim Snowboardfahren anziehst oder die Schutzausrüstung beim Eishockey oder American Football. Wobei faszinierend ist, dass beim Eishockey ja der Gonadenschutz, also für deinen Hoden, Jahrzehnte vor einem Kopfschutz eingeführt wurde. Das sagt auch so ein bisschen was über das Mindset der Ausübenden oder besser gesagt über ihre Priorisierung. Aber lassen wir das. Ja, es ist der gesamte Bewegungsapparat, was natürlich zur Folge hat, dass man Schwerpunkte bildet. Bei mir ist es die Arthroskopie, also die Gelenkspiegelung, diese minimalinvasiven Eingriffe von Schulter, Knie und Sprunggelenk. Ellenbogen auch, aber das ist seltener. Also kommt einfach seltener vor. Und dann natürlich im Bereich der Orthopädie die Frage, bist du eher darauf spezialisiert, ein Gelenk zu erhalten oder zu ersetzen? Also eher reparieren oder sanieren? Wobei, sanieren könnte auch beides sein. Das wären so die Absteckungen dieses Gebietes. Und was mich eigentlich seit Jahren stört, ist, dass wir im Bereich der Orthopädie viel zu wenig Prävention haben. Das ist ja mit meinem Bereich Return to Sport ein Thema. Wir haben für unter 18-Jährige in der Sportmedizin die Tauglichkeitsuntersuchungen, die wenig standardisiert sind. Also wenn du als Kind an Wettkämpfen teilnehmen möchtest, brauchst du eigentlich vom Sportmediziner eine Bescheinigung, weil dann etwas der Verantwortung auf ihn abgewälzt wird. Aber ansonsten dafür, dass die meisten Tage Arbeitsunfähigkeit in Deutschland nach wie vor auf den Bewegungsapparat und da vorwiegend auf den Rücken zurückzuführen sind. Was haben wir da an Prävention? Wir haben die U-Untersuchung für Kinder. Frauen gehen meist relativ regelmäßig zum Gynäkologen. Wir sollen zum Zahnarzt gehen, wir sollen die Leberflecken beim Dermatologen, beim Hautarzt anschauen lassen. Wir haben ab 35 einen allgemeinmedizinischen Check, ab 50 soll man einmal den Darm untersuchen lassen. Aber was haben wir beim Bewegungsapparat? Ja, wir haben die meisten Tage Arbeitsunfähigkeit durch den Bewegungsapparat und die zweithäufigsten Tage, jetzt mal saisonal abgesehen von Erkältungen, im Bereich Stress, Depression, Burnout. Wann hat das letzte Mal ein Arzt mit dir einen Hamilton Depression Score gemacht oder irgendeine Screening-Untersuchung für Depression oder andere mentale Erkrankungen? Macht das ein Allgemeinarzt? Seltenst. Das müsste schon sein Steckenpferd sein. Aber wir haben ein fantastisches Gesundheitssystem. Ich habe ja auch gerade noch mal den Vergleich zu Afrika. Aber Prävention ist nur sehr selektiv wesentlicher Bestandteil unseres Systems. Insofern, das ist ja auch etwas, was mich beim Sport so reizt. Es ist eigentlich das mächtigste Medikament, was wir haben. Bewegung, Sport insgesamt. Wir müssen es genauso sorgfältig dosieren und wir müssen es halt auch anwenden. Die beste Pille bringt dir nichts, wenn du sie nicht nimmst.
Und da gibt es Empfehlungen, aber sie werden halt nicht in dem Maße propagiert, wie es sicherlich sinnvoll wäre. Warum ist das so? Der eine Satz aus der Corona-Zeit ist, there is no glory in prevention. Da ist, du holst dir keine Lorbeeren in der Prävention. Ja, die holst du dir in der Therapie. Mhm. Ja, wenn du ein neues Medikament, eine neue OP-Technik, eine neue Behandlung entwickelst. Weil eine Not die Situation entstehen lässt, wo Leute das wertschätzen, wo Leute mehr sind, also bereiter sind, dafür Geld auszugeben, das mehr wertschätzen. Genau. Und es mehr in die Aufmerksamkeit rutscht. Mhm. Ja. Und insofern sind Zahnärzte oder unser tägliches Ritual, ich denke, das wird ja heute auch ein Thema sein, Rituale. Und wie kann ich positiv auf Verhalten wirken? Stellst du noch in Frage, jeden Tag die Zähne zu putzen? Also jetzt einfach mal davon ausgehend, dass du es machst. Nee, du machst es einfach. Was ist dein Zähneputzen für den Körper? Also was machst du für den Rücken? Was machst du, wenn du sitzt, für deinen Rücken, für deine Schultern? Also was ist der Ausgleich? Lass mich kurz überlegen. 84. Wie viele Menschen bringen ihr Auto in den regelmäßig vorgesehenen Abständen in die Inspektion oder zum Service? Roundabout. Wie viel Prozent? Ja. 80-90%? Genau. Ich war mir gerade nicht sicher. 84-86 kommt wahrscheinlich auf die Statistik an. Aber nur ein Bruchteil. Ich gehöre zu den 14-16%. Nur ein Bruchteil dieser Menschen nimmt die angebotenen Präventionsuntersuchungen wahr. Das variiert zwischen 10-20%. Also die Wertschätzung, also was in Indien die Kuh ist, ist bei uns das Auto. Von der Wertschätzung. Was für eine Wertschätzung geben wir unserem Körper oder der Gesundheit? Also welche Rolle spielt das? Anscheinend weniger als die Pflege des Autos, zumindest in vielen Bereichen. Und deswegen... Woran denkst du, liegt das? Weil ich zum Beispiel denke halt, bei einem Auto es ist super easy, weil ich laufe, da leuchtet die Lampe, es macht sichtbar, da ist ein Problem, ich verstehe es nicht, ich gehe jetzt das angucken lassen. Und bei uns ist es ja so, dass zum Beispiel, wenn ich jetzt 3 Wochen am Stück oder ein Jahr am Stück den ganzen Tag rumsitze oder einen scheiß Lebensstil habe, weil ich mich nicht bewege, dann gucke ich ja nicht, dann habe ich ja nicht das Bild von, ich habe zu wenig Schritte, ich mache eigentlich gar nicht richtig Cardio, ich mache auch gar kein gezieltes Krafttraining, oder ich ernähre mich auch scheiße. Da gibt es ja keine Warnblinkleuchte, die so angeht. Und wir haben in unserem System auch keinen Mechanismus, dass einer angeht. Und so wie du gesagt hast, auch keine Untersuchung, die das prüft. Das heißt, es bleibt ja alles unsichtbar, bis auf einmal dieses Problem kommt. Und die Leute dann eine Ursache dafür finden wollen. Die möglichst jemand anders für sie löst, ja. Genau. Ja. Physiotherapeut, mach mal. Genau. Könnte ich nicht Massage und ein bisschen feuchte Wärme haben? Genau. Spritz mal, Markus. Ja, das stimmt. Diese Lampen im Auto sagen dir ja relativ spezifisch, was los ist. Oder es ist noch einfacher, bitte fahren Sie in die Werkstatt. Mhm. Kennst du das Beispiel von dem Frosch, den man in den Wassertopf setzt und langsam die Temperatur erhöht und der gart drin? Und wenn es plötzlich ist und du ihn in heißes Wasser werfen würdest, würde er rausspringen. Ja. Und genau das ist die Veränderung. Du hast ja nicht, es passiert ja nicht über Nacht, dass sich dein Sixpack in ein Fässchen verwandelt. Vielleicht hilft das Beispiel einer Fahrstuhltür. Die Fahrstuhltür geht ganz, 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 ganz langsam zu und irgendwann berührt sie deine Schultern. Und genauso verändert sich ja bei vielen der Lebensstil. Wenn dir dein Knie wehtut beim Gehen, dann gehst du vielleicht weniger oder nimmst häufiger das Auto oder meidest bestimmte Situationen, die bei dir die Warnleuchte, was ja häufig der Schmerz wäre, angehen lässt. Du hast auch eine andere... Du hast auch die Möglichkeit, das anders wertzuschätzen oder einzusortieren. Wenn du vielleicht früher
sagst, du hast gern gekickt, dann war das wichtig für dich. Und du kamst aus der Schule und du wolltest direkt Fußball spielen. Und irgendwann denkst du vielleicht, okay, jetzt habe ich schon einige Zeit nicht gespielt. Uff, ja, danach tut das immer so weh. Naja, mache ich was anderes. Mhm. Oder gar nichts. Oder gar nichts. Also die, du hast es ein bisschen in der Hand, dich Situationen auszusetzen, die für dich angenehmer oder unangenehmer sind. Und du hast halt angefangen von der Vermeidung bis hin zur Schmerztablette oft einen Quickfix, eine schnelle Lösung. Warum ist, das wäre ein interessanter Gesprächsstrang jetzt gerade, weil den habe ich selber durchgemacht. Und zwar, als ich beim Arzt war, war das bei mir so, ich habe quasi Fußball gespielt und habe ich nach dem Kicken, nachdem mir auch jemand reingesprungen ist, hatte ich abnormale Schmerzen und ich konnte mich kaum aufrichten. Ja. Ich dachte erst ein Hexenschuss oder sowas. Dann auch gemerkt, wie mein Bein taub wird und so, es wurde immer schlimmer. Dann war ich da beim Arzt und so, MRT, blablabla. Okay, Vorfall, und ich hatte auch so eine Gelenks- und eine Synovialis-Zyste, auch direkt die am Nerv war, was irgendwie super selten ist, aber dann halt auch nochmal das Ganze irgendwie wohl verkompliziert hat. Und dann war das halt eine Mischung aus, erstmal war ich dann beim Arzt, ich wusste nicht, was da ist, und mein Leben und meine Identität hat aus Sport bestanden. Mhm. So, jetzt bin ich beim Arzt und er sagt mir dann, okay, jetzt ist das so, und gibt mir ganz vage Geschichten und ich will halt wissen, ey, wann kann ich wieder Sport machen? Was ist das gerade? Wie kann ich das verstehen? Und am Ende ist es halt, okay, der Gang zum Radiologen zuerst. Der Radiologe sagt mir, ey, das sieht super scheiße aus. Ich kriege super viele Leute so wie dich, die Kraftsport machen, die aufgeblasen sind, so wie du. Geh mal Radfahren. Und ich war so, okay, ich verdiene mein Geld mit dem Zeug. Also gibt es irgendeinen produktiven Weg, wie ich da zurückkommen kann und ich eben vielleicht die Fehler, die ich davor gemacht habe, nicht mehr machen kann? Nee, das ist degeneriert. Sei froh, wenn du da hier siehst, so die, dass dir das alles auch nicht noch rausgeschossen wird, wenn du da so weitermachst, wie du es weitermachst. Vergiss es, lass es bleiben. Du bist wie Frührentner. Hat mir ein Radiologe gesagt. Dann konnte ich das halt damals auch nicht so ganz einordnen und unterscheiden. Und dann wieder zurück zum Arzt und sagt der, nein, das ist nicht so schlimm, wie der Radiologe sagt. Die reden da auch manchmal und so. Aber dann habe ich gefragt, ja, was kann ich denn machen? Und dann kriege ich eine Liste von, das sollst du nicht tun, das sollst du nicht tun. Also im Endeffekt quasi der Radiologe ist ein, hör nicht auf ihn, aber bestätigt mir fast dieselbe Liste an Dingen, die ich nicht tun sollte. Okay, was soll ich denn tun? Geh da jetzt zur Physiotherapie und zum Ding und beweg dich da so ein bisschen. So. Und dann holst du dir natürlich verschiedene Mike super viel Unklarheit. Und das hat bei mir beispielsweise dazu geführt, weil ich ja sagte, ey, ich möchte wieder zurück zum Sport gehen, aber ich möchte auch nicht, dass das schlimmer wird, dass ich einerseits dieses Bild angucke, den Befund vom Radiologen einmal als handfestes Ding habe und sage, der sagt, das sieht kacke aus, das ist kacke, das ist kacke. Dann guckst du das MRT an, dann guckst du den Befund an. Und auf der anderen Seite kriegst du diese Negativbotschaften. Vermeide dies, vermeide jenes, vermeide dies, vermeide jenes. Und du hast diese Autorität an den Arzt, weil du sagst, ey, der ist ja Sportmediziner, der ist Orthopäde, der wird es wissen. So, das hat bei mir echt lange gedauert und das hat auch zu so einer Art Chronifizierung bei mir geführt. Und jetzt frage ich dich, in welche Rolle spielt auch ein Arzt bei so einem Chronifizierungsprozess? Und ist es etwas, was du beobachtest, was du gemerkt hast? Wie siehst du das? Mit dem Thema setze ich mich ja viel auseinander. Zurück zum Sport, sagtest du, Return to Sport. Genau. Da habe ich ja zufällig ein Buch drüber geschrieben. Das hast du heute mitgebracht. Genau, ohne Eigenwerbung machen zu wollen. Ah ja, aber das ist gut, das haben auch die Jungs sich selber gekauft gehabt. Ich versuche es kurz runterzubrechen. Was du beschrieben hast, du bist mit Schmerzen zum Arzt gegangen, der hat dich kurz untersucht, zur weiteren Diagnostik an den Radiologen geschickt und du bist zurückgekommen. Alles wahrscheinlich noch in einer Phase, wo du relativ starke Schmerzen hattest. Mhm. Hat zu irgendeinem Zeitpunkt jemand geschaut, was möglich ist an Bewegung? Ja. Also der Radiologe wahrscheinlich nicht. Nein, der Radiologe nicht, nein. Genau, der hat das Bild beurteilt. Genau, richtig. Aber hat der Orthopäde mit dir geschaut, was möglich ist an Bewegungen? Oder hat er erst die Ratschläge? So Beugung, Streckung, mäßig Seitneigung. Also die drei Sachen. Genau. Es heißt ja Bewegungsapparat. Und vielleicht habe ich da eine total dämliche Theorie, aber wenn es Bewegungsapparat heißt, dann ist da das Wort Apparat drin und Bewegung. Und wie oft bewegst du dich wirklich beim Orthopäden? Wenn wir von einer Kassenmedizin ausgehen, wo du dann 5 bis 10 Minuten, wenn es luxuriös ist, Zeit hast, da wird nicht viel in Bewegung geschaut. Das heißt, das, was du als wenig hilfreich erachtet hast, nämlich, dass man dir
sagt, was du alles nicht machen sollst. Das ist wie, ich habe ja über 20 Jahre Personal Training gegeben und auch den Ernährungsmediziner gemacht, was allerdings eine, man weiß ja nie, wer hier zuhört, aber der Kurs, naja. Also, darf ich gemeine Sachen sagen? Ja, ja, natürlich. Ja, unbedingt. Ja, also die Ausbilder waren entweder alle fett oder anorektisch. Da hätte ich ja... Echt? Ja, du redest dann mit Leuten, die sagen dir, ja, Eiweiß. Ja, das ist so gefährlich, wenn man mehr als 1 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag nimmt. Ich bin wirklich eingeschlafen. Ich habe so eine Tendenz, dass ich dann meistens nach vorne Richtung der Ordner gesunken bin und immer kurz aufgewacht bin, bevor die Stirn diese Metallklammer berührt hat. Und es gibt ja so Triggerworte. Und dann dachte ich, okay, jetzt geht's um Eiweiß. Möchte ich alles wissen? Ja, das wäre so gefährlich für die Nieren. Und der eine Vortragende, den kannst du mit dem Teelicht leuchten und der andere, dann machst du ein Passbild mit Google Earth. Ja? Ja, und dann, wer von euch hat denn überhaupt Sport gemacht? Woher wollt ihr das denn wissen? Eine normale Nierenfunktion? Ich meine, nehmt euch Gruppen wie jetzt der Eskimo als solches, der dann viel Fett und Eiweiß zu sich nimmt. So absolute Aussagen bei Ernährung finde ich total grausig. Ja, es wird Menschen geben, die nehmen mehr als 1 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht und die sterben nicht am nächsten Tag am Nierenversagen. Was ist denn die Realität im Bodybuilding? Was ist denn die Realität im Leistungssport? Kann man die alle über einen Kamm scheren? Nee, kann man nicht. Und jetzt habe ich mich irgendwie verlabert, weil ich von... Richtig, ich wollte sagen, ich habe ja auch viel Ernährungsberatung gegeben im Rahmen des Personal Trainings. Und ich habe viele zu einem besseren Ernährungs- und Bewegungsverhalten geführt. Das machst du aber nicht, indem du jemandem, der übergewichtig bist, sagst, hör mal, Dickerchen, die 10 Dinge darfst du jetzt nicht essen. Ja. Sag ihm doch lieber 3 Dinge, die er essen soll, als 10 Dinge, die er nicht essen soll. Also ich möchte, eine positive Action, eine positive Handlung soll die Konsequenz eines Gespräches mit einem Kunden im Personal Training oder mit einem Patienten in der Sprechstunde sein. Ich möchte im wahrsten Sinne des Wortes etwas bewegen. So. Und beim Bewegungsapparat, da kamen wir ja her, ist es das Gleiche. Viele bewegen sich eh zu wenig. Und ihnen dann noch alles zu sagen, was sie nicht machen sollen, kann natürlich, um deine Frage konkret zu beantworten, zu einer Chronifizierung beitragen. Wenn ich aber nicht in der Lage bin, jemandem Bewegung zu vermitteln, die für ihn schmerzfrei ist, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er das von alleine machen wird? Wenn du Glück hast, macht das der Physiotherapeut. In den 6x20 Minuten, die von 3 unterschiedlichen Therapeuten durchgeführt werden, wovon die Hälfte fürs An- und Ausziehen des Patienten drauf geht. Ja, muss ich mal überlegen, ne? So, hier, was kann ich denn machen? Ja, dreh dich nicht, das macht's, dass schlimmer wird. Oh ja, merke ich. Ja, beugen tut auch weh, strecken geht und Seitneigung ist halt auch nicht so nice. Okay, also dann streck dich halt hin und wieder, wenn es halt geht. Alles andere machst du nicht. Alles, was weh tut, machst du nicht. Dann läufst du herum wie so ein steifer Stock, gewöhnst dich daran und dein Schmerzempfinden verändert sich ja, also das verändert sich ja auch alles. Und das Vermeidungsverhalten stimuliert ja auch immer wieder das Immunsystem neu. Bewegung ist ja nicht nur eines der besten Medikamente im Hinblick auf Gewicht, Metabolismus, Herz-Kreislauf-System. Es verändert ja auch dein Schmerzempfinden. Ja, es ist richtig, wenn du einen akuten Bandscheibenvorfall hast, je nach Einschränkung, dass du bestimmte Bewegungen limitierst. Wichtig ist aber eben, wir hatten das Wort schon, die richtige Dosierung. Wenn dir 10 Minuten am Stück gehen wehtun, dann geh 10 mal 1 Minute. Aber wenn irgendwie möglich, also außer du hast jetzt einen gebrochenen Knochen, oder du hast eine schwere Thrombose in deinem Bein. Also es gibt irgendwelche wirklich dringlichen, ganz harten Kontraindikationen. Dann muss das Ziel sein, auch gerade für den Kopf um das Risiko einer Chronifizierung zu vermindern, beweg dich so früh wie möglich und so häufig wie möglich. Und dann sind wir bei der richtigen Dosis. Und ja, was kann man machen? Das rauszufinden erfordert aber, dass ich dich unter Umständen auch in Bewegung untersuche.
Ist auch vollkommen okay, dass man, ob mit Tabletten, Spritzen oder anderen Methoden oder so simplen Dingen wie der Atmung, deine Schmerzwahrnehmung positiv beeinflusst. Aber die Message muss immer sein, dass Bewegung wichtig für dich ist. Mhm. Sowohl in der Therapie als auch langfristig oder mittel- bis langfristig gedacht in der Prävention. Denn für viele ist ja nach dem Rückenschmerz aller Fußballspiel vor dem Rückenschmerz. Und wenn du diesen Teufelskreis durchbrechen willst, geht das entweder durch immer mehr Vermeidung, das Fußballspielen, Volleyballspielen, die Übung hat wehgetan, ich lasse die besser bleiben. Mhm. Oder durch aktives Zutun. Weswegen ich, wenn ich einen Patienten sehe, und ich erkläre das im Grunde mantramäßig jeden Tag, viele Probleme haben zwei Komponenten. Eine strukturelle Komponente, Knochen, Bandscheibe, Meniskus, das schaue ich mir im Röntgen, Ultraschall, MRT an. Und eine funktionelle Komponente. Und ich kann an beidem arbeiten. Die funktionelle ist der Mensch und die Bewegung des Menschen. Genau, deswegen geht ein nicht unbeträchtlicher Teil der Patienten in eine Bewegungsanalyse, die ich selber durchführe oder von zwei Sportwissenschaftlern durchführen lasse, bei der ich standardisiert rausfinden möchte, was ist die eigentliche Ursache. Nehmen wir dein Kniegelenk. Es ist ein Scharniergelenk mit einer Drehkomponente in Beugung. Nach oben kommen wir zum Hüftgelenk, ein Kugelgelenk mit extrem vielen Freiheitsgraden in der Bewegung. Wenn dein Hüftgelenk nicht frei beweglich ist und zum Beispiel die Innen-Außen-Rotation eingeschränkt ist, dann wird das, wenn du läufst, wenn du gehst, von dem nachfolgenden Gelenk nach oben vom unteren Rücken oder nach unten vom Knie kompensiert werden müssen. Wenn du aber ein Scharniergelenk drehst, entsteht ein Scherstress. Dann entsteht Stress im Gewebe. Jetzt kann ich als Kniespezialist immer wieder dein Knie untersuchen, arthroskopieren, dir was Wunderbares spritzen, Physiotherapie machen, name it, Tape, Bandage. Wenn ich nicht weiter oben mit untersuche, kann ich die eigentliche Ursache gar nicht erkennen. Deswegen ist eine Bewegungsanalyse oder das Betrachten von Bewegung immer eher global. Die tiefe Kniebeuge, so wie ihr sie in der App habt, ein Fingerbodenabstand, eine Rotation des gesamten Körpers, überhaupt die Fähigkeit, gerade stehen zu können. Also du hast auch halbwegs gerade Wände, auch wenn mit Vorhang. Aber wie viele schaffen es nicht, Ferse, Po, Schultern, Hinterhaupt an der Wand zu halten, weil sich die Haltung schon durch die vermehrte Neigung so nach vorne angepasst hat an das Sitzen, angepasst an den Lebensstil, dass das schon gar nicht möglich ist. Ja? Welche Rolle spielt das? Also ist das so, das, was ich mich gerade frage, ist, du hast ja vorhin gesagt, Rückenschmerzen ist wahrscheinlich sorgt für den größten Produktivitätsausfall in Deutschland, vielleicht auch in so westlichen Nationen, also so eine Industriekrankheit, dass wir sagen, so wie du gesagt hast, dem Deutschen ist sein Auto sehr wichtig, also die Mobilität, die wir haben, wir kommen von A nach B super schnell und das hat ja auch dafür gesorgt, dass wir jetzt zum Beispiel Strecken nicht zu Fuß zurücklegen müssen und dass man vielleicht einfach weniger Sport macht und dass der Alltag aufregender ist, weil du jetzt mit deinem Bildschirm, mit deinen Armen vor dir deinen Alltag mit minimalen Augenbewegungen bewältigen kannst. Das hat ja auch, sag ich mal, Konsequenzen zur Folge, weil der Körper, der passt sich an all diese Dinge an. Und die Frage, die ich mir jetzt stelle, wenn man sich so vielleicht auch so epidemiologische Daten anguckt und Prognosen jetzt für so die nächsten 10 Jahre, 5 Jahre und das, was du jetzt in deiner klinischen Praxis gesehen hast, ist das so, dass du jetzt auch mittlerweile merkst, dass so Leute mit so, keine Ahnung, Nacken, Bandscheibenvorfällen, beispielsweise durch Handys und so, wo du sagst, ey, das ist jetzt definitiv durch, dass Leute die ganze Zeit am Handy rumhängen, dass du sagst, das kommt häufiger vor, das kriegen Leute früher oder gibt es da so Dinge, wo du jetzt sagst, ey, das ist echt, das sind orthopädische Erkrankungen durch den modernen Lebensstil? Ja, es ist ja use it or lose it. Mhm. Ja, wenn ein Raumfahrer zurückkommt, hat er, wobei sie auch ihre Trainingsmethoden anpassen, aber die Schwerelosigkeit bringt in der Regel ja einen Muskelabbau mit sich. Und so ist es hier auch. Du hast gerade auch ein wichtiges Stichwort gegeben mit den Augenbewegungen. Wenn ich einfach auf den Monitor schaue, ob jetzt am Handy oder von mir aus in einem optimal eingestellten Arbeitsumfeld, dann trainierst du viele deiner Augenmuskeln gar nicht mehr. Mhm. Oder nur eingeschränkt.
Und dann hast du wahrscheinlich noch einen Drehhocker, dass, wenn du dich drehen musst, du noch nicht mal deinen Kopf drehen musst, sondern deinen ganzen Hocker drehst. Das, was wir nicht brauchen, bauen wir ab. Das gilt für den Körper genauso wie für den Geist. Und ja, ein Lebensstil, der Bewegung weniger erforderlich macht, verändert den Körper. Also wir haben, du kennst dieses Bild vom die Entwicklung des Homo sapiens, wo dann der Affe zum Menschen wird und am Ende kommt dann typischerweise das Bild vor dem Rechner. Mhm. Das ist ein schönes Piktogramm, in dem aber immens viel Wahrheit steckt. Und ja, der Körper verändert sich. Ich denke, der größte Impact aktuell ist sicherlich durch die Smartphone-Nutzung, weil wir eine Bildschirmarbeit, die haben wir schon seit einigen Jahrzehnten. Das Smartphone bringt es nochmal mit sich, dass der Kopf in der Regel, also die wenigsten, außer sie haben jetzt einen Selfie-Stick, halten das Handy ja wirklich vor ihre Nase bei aufgerichtetem Kopf. Unser Kopf ist vom Gewicht her wie eine Bowlingkugel von bis 4-5 Kilo. Und wenn du dir überlegst, was die Nackenmuskulatur arbeiten muss, wenn der Kopf die ganze Zeit nach vorne geneigt gehalten wird, ist das immens, die Kräfte, die da auftreten. Unser Sichtarbeitswahrnehmungsfeld fokussiert sich immer mehr oder ist beschränkt, wenn ich es provokant ausdrücken möchte. Die Welt wirkt unendlich, ist auf einen 12-Zoll-Bildschirm projiziert, aber die Welt drumherum nehmen wir weniger wahr. Ich hatte ja heute wieder das Vergnügen, mit der Deutschen Bahn zu fahren. Nur Positives, obwohl ich habe keine Bahnaktien. Ich weiß nicht, ob da noch jemand aus dem Fenster schaut, aber Laptop, Handy, da guckt jeder hin. Du schaust nur auf. Hast du aus dem Fenster geschaut? Ja, ich habe ein bisschen Hörbuch gehört und natürlich die Momente genossen, wo ich die FFP2-Maske abnehmen konnte, um stundenlang an meinem Kaffee zu nippen. Das ja. Mache ich auch immer, ja. Ich habe Ende Dezember einen neuen Wagen abgeholt. Mein Leasing ist ausgelaufen und da hatte ich einen Hybrid und habe gute Erfahrungen mit Elektro gemacht und wir haben auch eine PV-Anlage. Also habe ich so einen gewissen grünen Heiligenschein und hatte mich für einen Tesla entschieden. Und mein Sohn wollte mitkommen und den musst du ja abholen und ich musste nach Essen fahren. Also bin ich mit meinem Sohn, um ihm eine Freude zu machen, mit der Bahn nach Essen gefahren. Er musste natürlich einen Kindersitz mitnehmen, was natürlich total behämmert aussieht, weil du kriegst den Wagen ja nicht mit Kindersitz und einen Vierjährigen kannst du ja nicht einfach so, kannst schon, aber ist ja jetzt so anschnalltechnisch nicht ideal, den einfach auf den Sitz zu setzen. Wir haben uns in die Deutsche Bahn gesetzt, ganz dekadent, erste Klasse. Und na gut, er fährt ja noch umsonst. Und ich hatte die Maske nicht auf. Und der Typ hinter mir schreit mich an, ich solle doch die Maske anziehen. Kennst du das, wenn ich habe ja jahrelang Kampfsport gemacht, also manchmal... Das schreit nach so einem körperlichen Verweis. Du wolltest dem so einen Grund liefern, bei dir in der Klinik vorbeizukommen? Genau, aber ich habe ja Vorbildfunktion von meinem Sohn dann. Ursache und Therapie zugleich. Ja. Und dann habe ich gesagt, Sie können mich mal. ja. Und aber Sie müssen. Ich habe gesagt, Sie müssen einfach mal die Klappe halten. Und dann ist er losgerannt und hat den Zugführer geholt. Ich hatte ja Zeit genug, die Maske rauszuholen, die ich natürlich, ordentlich wie ich bin, dabei hatte. Wahnsinn. Ja, wie kam ich drauf? Genau, Deutsche Bahn rausgucken, Handy Daumen. Ach ja, der Handy Daumen. Dadurch, dass alles auf, dass du das ja mittlerweile oft auch einhändig bedienen kannst, ist der Daumen das nächste Problem. Ja? Ja, deswegen behandle ich jetzt auch Arthrose der Finger. Da bereite ich mich auf die zukünftige Kundschaft vor. Was wird die zukünftige Kundschaft sein wegen dem Handy? Die hat dann den Nacken und den Daumen. Ja? Ja. Gut, aber Nacken, das ist ja multifaktoriell und so Beschwerden entstehen ja über Jahre und Jahrzehnte. Ob es dann am Ende das Handy war oder der Umstand, dass er danach als Sachbearbeiter 30 Jahre lang auf den Monitor geschaut hat, das weiß man natürlich nicht.
Aber was ist mit den Händen? Was passiert mit den Händen wegen dem Handy? Naja, du hast den, das war eine schöne Studie. Das hier ist eine Klingel. Drück bitte die Klingel. Ah, du hast einen Zeigefinger genommen. Frag mal, okay, sei vorsichtig, wenn du am Kindergarten Kinder ansprichst, aber viele zeigen mit dem Daumen auf die Klingel. Mhm. Das heißt, der Daumen scheint der neue bei Zeigefinger. Jüngeren, genau. Weil wir einfach mehr mit dem Daumen machen. Wenn du schreibst oder wenn du es tippst oder, ja, du zeigst es gerade an. Das meiste, was wir machen, machen wir mit dem Daumen am Handy. Mhm. Mm. Aber ich glaube, dass die Beschwerden für den Rücken oder den gesamten Bewegungsapparat überwiegen werden. Es wird nicht nur der Daumen sein. Aber was passiert mit dem Daumen? Also was siehst du zum Beispiel bei dir? Wenn die Leute kommen, was haben die so für Beschwerden? Ja, die kommen ja dann häufig schon mit einer Arthrose, wobei das natürlich die Generation ist, die nicht mit dem Handy groß geworden ist. Mhm. Aber du kannst eine Über- oder Fehlbelastung im Daumen haben, dann tut es einfach weh. Mhm. Ja, du hast ja, der Daumen hat viele Freiheitsgrade, wir können den ja kreisen, beugen, strecken, abspreizen, aber trotzdem die Frage ist, wie viel du damit am Stück machst. Boah, aber ich merke, mein rechter ist viel steifer als mein linker. Holy shit. Greif doch mal zwischen Daumen und Zeigefinger, du hast hier in der Verlängerung der beiden Knochen, die bilden so ein Dreieck, genau. Und jetzt mal die andere Seite. Anders. Weniger schlimm. Hm? Oh mein Gott, das was ist, ein Unterschied. Oh. Ja, das ist in der Akupunktur, wäre es Dickdarm 4, da ist es ein ganz entscheidender Punkt für die Schmerzbehandlung. Und bei Daumenschmerzen oder bei der Arthrose, hier sitzt unter anderem der Muskel. Der strahlt auch komplett. Auch das ist häufig der Fall, der Muskel, den du brauchst, um den Daumen ranzuführen. Und das ist natürlich auf dem Handy, wenn du was tippst, eine häufige Bewegung, ihn abzuspreizen und ranzuziehen. Naja, was du bei Büroarbeit schon... Stabilen Daumenmuskel hier. Ja, use it or lose it. Also eine gewisse... Den habe ich auf jeden Fall geused. Hypertrophie. Ja. Bodybuilding für den Daumen. Zu deiner Frage, Sehnenüberlastung. Du hast natürlich hier in der Verlängerung des Daumens die Sehnen, genauso wie die Strecksehnen der anderen Finger, und die können Überlastung haben. Und dann tut das halt ein paar Tage weh und dann... Genau, richtig. Ja, aber ganz konkret, was den Bewegungsapparat angeht, er wird sich immer der Belastung anpassen. Mhm. Also zeig mir deine Bewegungsanalyse und ich sag dir, was du machst. So ja. Nach dem Motto. Ja. Oder hast du auch zu Knorpel, hast du ein schönes... Eine super Überleitung für die Werbung für das Buch, was wahrscheinlich in den nächsten 2 Monaten fertig wird. Der Knorpel-Doc, genau. Knorpel ist so ein Beispiel für dafür, Kapitel 1 ist dein Leben, dein Knorpel. Also so, wie du dich verhältst, so wie du deine Gelenke nutzt, du könntest auch ein Auto nehmen, so wie du es fährst, so sieht es danach aus oder so ist es abgenutzt. Der Bewegungsmangel, ob chronifiziert oder nicht chronifiziert, also das, worüber wir jetzt gesprochen haben, wirkt sich ja nicht nur auf die Muskulatur aus, sondern eben auch auf unsere Gelenke und da auf den Überzug unserer Gelenke, auf den Knorpel. Mein alter Chef sagte, der Knorpel ist wie ein Azubi, er braucht Druck und Bewegung. Er funktioniert letztlich wie ein Schwamm. Mhm. Damit nicht Knochen auf Knochen reibt, haben wir eine Schutzschicht darüber, die das Reibungsverhalten, die Reibungskräfte vermindert. Dazu haben wir unsere Gelenkschmiere und das lässt eigentlich ein sehr reibungsarmes Bewegen der Gelenke zu. Und wenn in diese Schutzschicht Verletzungen, Risse kommen oder wenn sie nicht ordentlich ernährt ist, da haben wir das Beispiel eines Schwamms, der sich nur mit Wasser füllen kann, weil man ihn vorher ausgedrückt hat. Der Knorpel braucht auch diesen Druck und die Bewegung, deswegen das Beispiel mit dem Azubi, dann degeneriert er. Und das kann dann zu akuten oder chronischen Gelenkbeschwerden führen, häufig natürlich in den gewichtstragenden Gelenken, sprich Hüfte, Knie, oder auch der große Zeh. Und das ist bei Männern und Frauen ab dem 60., 70. Lebensjahr bestimmt in einem Viertel bis einem Drittel ein Problem.
Und auch da wäre Bewegung mal wieder eines der besten Medikamente, wenn man es richtig dosiert. Wie ist denn das mit dem Knorpel? Also so wie ich das jetzt kenne, das geht jetzt bisschen, so ein bisschen nerdig, aber ich habe ja quasi, es gibt ja viele, zum Beispiel Faserknorpel ist ja jetzt nicht am Blutkreislauf angeschlossen. Deswegen ist dort sozusagen diese Art von Knorpel darauf angewiesen, durch das, was du gerade gesagt hast, Druck, Zug, Belastungen. Durch Diffusion oder durch den darunterliegenden Knochen ernährt zu werden. Das ist eigentlich beim Knorpel meistens der Fall. Die Gelenke sind von einem Hyalinenknorpel überzogen und der hat diese ganz fantastischen Puffereigenschaften, wird aber von gelenkinnenseitig über die Gelenkschmiere ernährt. Mhm. Und dann kommt es auf das Gelenkmilieu an. Mhm. Ja, wenn du rauchst, wenn du dich sehr sauer ernährst, dann hast du ein anderes Gelenkmilieu. Wenn wir jetzt hier in dem Raum 35 Grad Hitze machen, die Luftfeuchtigkeit erhöhen, dann ist es immer noch der gleiche Raum. Aber es wird für uns, vor allem für dich in dem Pulli, deutlich unangenehmer. Sie ist im Gelenk genauso. Es ist das gleiche Gelenk, aber je nachdem, wie das Milieu, auch was den pH-Wert, also die Säure angeht im Gelenk, wie das aufgebaut ist, hat es eine Auswirkung auf den Knorpel. Der andere Punkt ist, die Ernährung des Knorpels erfolgt durch den darunterliegenden Knochen, durch ganz winzige Blutgefäße, die sich beispielsweise kontrahieren und damit die Durchblutung verschlechtern, wenn du rauchst. Und von diesen beiden Seiten wird der Knorpel ernährt. Und wenn eine oder beide auf Dauer problematisch sind, dann degenerieren Knorpelzellen, dann sterben Knorpelzellen ab. Und was ist, wenn ich zu viel Belastung habe? Das Gleiche. Das wäre ja dann die Mangel. Zu viel einseitige Belastung, zum Beispiel Handy, zack, so ganz. Genau, richtig. Das, die einseitige Belastung kann entweder durch ein zu viel auftreten, oder ein zu viel bei mangelnder Regeneration. Du kannst es ja immer wie eine Waage betrachten. Wenn du heute einen Marathon läufst, ist das wahrscheinlich morgen für deine Knie schmerzhaft oder wahrscheinlich schon auf die letzten Kilometer, vorausgesetzt du beendest ihn. Wenn du das 2 Jahre lang trainierst, ist dein Körper an diese Belastung angepasst. Das heißt, Overuse, eine Überlastung, kann auftreten durch ungewohnte Belastung oder durch eine Belastung, die du eigentlich gewohnt bist, wenn du nicht die Regeneration gibst. Wie beim Krafttraining. Du trainierst keinen Split, sondern 5 Tage Brust hintereinander. Das gibt es ja auch als Trainingsmethode, dass man durch einen wiederholten Reiz bei danach entsprechend langer Regeneration eine stärkere Kraftentwicklung oder eine stärkere Hypertrophie aufweist, aber das ist natürlich endlich. Du kannst nicht ewig und 3 Tage nur Brust trainieren. So ist es hier auch. Also belaste richtig, und richtig belasten bedeutet auch richtig regenerieren. Das bedeutet jetzt, die erste Komponente ist jetzt so, wenn ich das jetzt mit dem Knorpel zusammenfasse, ist, ich habe jetzt zum Beispiel den Knorpel und ich kann mich jetzt fernhalten von Drogen. Ich habe zum Beispiel bei mir auch gemerkt, beim Kiffen habe ich auch ein paar Studien drüber gelesen, auch das trocknet wohl so ein bisschen dieses Gelenkmilieu aus. Also ihr kriegt nicht nur eine Pappfresse, sondern auch dort wird es auch ein bisschen trockener. Dann halte ich mich fern von Zigaretten und Co. Also alle möglichen Drogen, die darauf Auswirkungen haben, und ich ernähre mich gut, ich bin gut hydriert, trinke viel. Aber jetzt bewege ich mich nicht. Das heißt, dann habe ich zwar ein tolles Gelenkmilieu, aber ich habe trotzdem keinen Stofftransport. Also ich habe keinen Austausch von Stoffen. Genau, also die Bewegung ist eigentlich unabdingbar notwendig. Wir betrachten heute eigentlich ein Gelenk wie ein Organ. Das ist nicht einfach nur ein mechanisches Ersatzteil. Ja. Also es ist es, wenn du eine Prothese einbaust. Du hast. Die funktioniert dann aber nicht so gut wie das Original. Meist nicht, also die Entwicklung ist da schon sehr gut, aber ich würde immer das eigene Gelenk bevorzugen. Das Gelenk ist aber auch umgeben von unserer Muskulatur. Und diese Muskulatur wirkt, wenn sie gut trainiert und ausgeglichen trainiert ist, gelenkschonend und gelenkentlastend. Das Beispiel, was du also hattest, die Person, die sich gut ernährt, ausreichend schläft, aber nicht bewegt,
trainiert damit natürlich auch nicht die Muskulatur und vernachlässigt damit den Bodyguard um das Gelenk herum und sorgt nicht für einen Ausgleich in der Kette. Mhm. Das ist für alle orthopädische oder für viele orthopädische Krankheitsbilder ganz entscheidend. Ich habe einen Verbund. Wir hatten eben das Beispiel Knie-Hüfte. In diesen Verbund kannst du rauf und runter gehen. Brustwirbelsäule, Nacken, genau. Fußgelenke, Hüfte, Knie. Es gibt diesen Ansatz aus den USA, Joint-by-Joint-Approach. Da schaut man sich an, was ist die Hauptanforderung an das Gelenk, Beweglichkeit oder Stabilität? Mhm. Und fangen wir mit deinem Fuß an. Die Zehen sollten beweglich sein. Mhm. Dein Mittelfuß, genau wie bei der Hand, sollte relativ stabil sein. Mhm. Wenn der nicht stabil wäre, könntest du nicht sprinten. Stell dir mal vor, der würde sich in der Mitte durchbewegen. Dann kommen deine Sprunggelenke, oberes, unteres Sprunggelenk. Die sollten beweglich sein, weil wenn die nicht beweglich sind, dann gehst du ja quasi wie auf Stelzen. Dann kommt das Kniegelenk, wo vor allem die Stabilität wichtig ist. Da hast du zwei Knochen übereinander, die gar nicht halten würden, wenn du nicht die Bänder hättest. Dann kommt die Hüfte, wo eigentlich beides notwendig ist, Beweglichkeit und Stabilität. Dann kommt der untere Rücken, wo die Stabilität wichtig ist. Dann kommt die Brustwirbelsäule, wo wir denken, was hat die mit Beweglichkeit zu tun? Mhm. Aber da ist ein extremes Bewegungsausmaß drin. Das ist krass. Also die ist, glaube ich, gefühlt versteift bei jedem Menschen. Dann kommt die Halswirbelsäule. Die sollte relativ stabil sein, weil wir wollen uns ja nicht den Kopf verdrehen. Und dann kommt der oberste Bereich der Halswirbelsäule, der wiederum extrem beweglich ist. Atlas und Axis, die beiden obersten Wirbel, sind für 50% der Beweglichkeit unserer Halswirbelsäule verantwortlich. Und dann kommt das oberste Gelenk, was wir immer vergessen, der Kiefer. Der Kiefer ist unser erstes paariges Gelenk. Und im Endeffekt zieht sich das ja von hier bis zu deinen großen Zehen runter. Wo ich auch meine erste Arthrose schon habe. Genau. Und die Auswirkung vom Kiefer. Wenn du nachts knirschst oder wenn du eine Fehlstellung im Kiefer hast, wirkt sich das bis auf deine Nacken-Schultermuskulatur aus. Und wie? Naja, du kannst die Hände hier an deinen Kopf legen und dann beißt du und dann legst du sie mal in den Nacken. Und du merkst, wenn du den Kiefer bewegst, wenn du die Zähne aufeinander drückst, wie du da leichte Spannungen verspürst. So. Ja, auch im ganzen Kopf. Genau. Hier so temporalis, hier der alles. Genau. Bezogen auf seine Größe ist das ja auch unser kräftigster Muskel im Körper. Nicht zuletzt, weil ihn natürlich viele trainieren, aber einfach bezogen auf die Hebelverhältnisse, die Größe des Muskels selber ist das unser kräftigster Muskel. Und das heißt, egal, wenn sich das jemand anschaut, welches orthopädische Problem er hat, außer er hat sich jetzt akut das Bein gebrochen, verstaucht, es geht immer darum, die Kette zu beurteilen. Wir reden ja gerade von diesen, du hast das schön gesagt, von diesen Summenproblemen. Also, genau. Wo du jeden Tag ein bisschen, sag ich mal, Bewegungsgift, also Bewegungslosigkeit oder eine Fehlbelastung oder wie auch immer wir das jetzt nennen möchten. Also wenn wir von einer Fehlbelastung sprechen, dann meinen wir eine, die wiederholt auftritt ohne entsprechende Regeneration. Genau. Nein, nicht, dass jetzt irgendjemand hier denkt, wir sagen wieder, es gibt irgendwas, was schlecht ist. Außer jetzt irgendwelche verrückten Gewichte mit schlechten Hebelverhältnissen, die ihr nicht ableiten könnt, muskulär, die sind grundsätzlich dann scheiße. Aber ja, das ist, also wir reden von diesen Sachen, die sich über euren Lebensstil, über eure Lebensdauer, eure Lebenszeit aufsummieren und dann so immer ein bisschen quasi, wo jeden Tag ein bisschen mehr Schädigung entsteht, als Regeneration entstehen kann, glaube ich, ist ein gutes Bild. Ja. Positiv Beispiel wieder das Zähneputzen. Mhm. Also einfach es gibt viele gute Bücher, die 1%-Regel, die ich nicht geschrieben habe. Bei mir war es Return to Sport und der Knorpeldoc, um es nochmal zu erwähnen. Die 1%-Regel, Atomic Habits, es gibt da ein paar gute Bücher, die fantastische Beispiele haben. Ein Beispiel, was sich jeder vorstellen kann, du startest in Frankfurt oder Stuttgart. Ihr habt zwar einen beschissenen Bahnhof, aber einen Flughafen habt ihr auch. Du meinst dieses Navigationsding mit dem ein bisschen verfehlten Winkel? 1% verfehlter Winkel auf dem Flug von hier nach New York und du bist irgendwo in Kanada. Ja. Oder
eben weiter nach unten, je nachdem in welche Richtung. Genauso ist es mit diesen Verhaltensweisen. Das ist halt für jüngere Hörer oder Zuschauer interessant. Die Konsequenz des Fehlverhaltens ist, was den Bewegungsapparat angeht, wenn es kein akutes Trauma ist, wenn du als Red Bull Motocross-Fahrer dann doch nicht über den Laster hüpfst oder was für ein Kunststück sie gerade machen. Die Konsequenz ist erst sehr zeitversetzt. Und wir haben wenig Biomarker. Ich habe gestern noch einen Artikel gelesen, wo wieder nach einem neuen Marker gesucht wurde, um Arthrose, Gelenkverschleiß erkennen zu können im Blut. Das ist spannend. Es gibt sicherlich auch eine familiäre Komponente, wenn wir von der Arthrose reden. Aber viel entscheidender ist es, die einfachen Dinge in puncto Bewegung zu testen. Nehmen wir das Beispiel mit der Kniebeuge. Oder kommst du mit geschlossenen Beinen und gestreckten Knien, also wenn du gerade stehst, mit den Fingerspitzen in den Boden? Ja oder nein? Aber ganz kurz, das ist ein Bias, den finde ich schon, dass den viele Orthopäden haben, dass man halt, du hast vorhin gesagt, okay, ich gucke es mir funktionell an und ich gucke es mir bildtechnisch an. Und jetzt die meisten Leute hier, die zugucken, werden wahrscheinlich Kassenpatienten sein. Und ich hatte einen guten Kassenorthopäden, da hatte ich echt Glück, aber die meisten, sage ich mal, ist es dann nicht auch eine strukturelle Vorgabe, wo du sagst, okay, ich habe so wenig Zeit, also gucke ich mir das Bild an und nicht den Patienten und die Bewegung? Weil das ist halt leichter, schneller, leichter zu erkennen. Weil wir Menschen, also von unserem Bild her, von unserem Wissenschaftsverständnis, ist es leichter, jemandem zu sagen, ey, hier zahl Geld für dieses Röntgen, weil da siehst du schwarz auf weiß, das ist dein Körper und dann erzähle ich es dir anhand dessen und ich reduziere dich auf das Bild, als, ach, das ist dein Bewegungsmuster und das ist halt, verstehst du, was ich das meine? Das ist ganz spannend und ich bin mir dessen wohl bewusst. Also es gibt viele sehr, sehr motivierte Ärzte, ob Kasse oder so wie wir es machen, nur privat, die aber von dem System daran gehindert werden. Das ist wie mit dieser Aussage, es werden zu viele Gelenkprothesen in Deutschland eingebaut. Einer meiner Schwerpunkte ist der Gelenkerhalt, aber Gelenkerhalt ist nicht für jeden. Du hast jetzt jemanden mit 60 oder 70, der der bewegungsfernen Bevölkerungsgruppe angehört, der eine Lösung haben möchte von einem Arzt, der im Grunde keine Zeit hat und für Beratung nicht bezahlt wird. Genauso geht es meiner Mutter, ja. Genau, wenn du die... Mit dem Knie, genau dasselbe. Wenn du jemanden hast, der... Du würdest dir die Zeit nehmen. Du würdest dir für diesen Patienten eine Stunde Zeit nehmen und mit dem reden und dem das alles erzählen. Wenn der ein gewisses Lebensalter erreicht hat, nicht falsch verstehen, auch über 70 oder 80 gibt es extremst differenzierte Patienten. Die älteste Patientin, die ich mit den Stammzellen behandelt habe, ist 92. Faszinierend, da bin ich rausgegangen, danach wieder rein. Ich so, verraten Sie mir, warum Sie jetzt mal mit Ausnahme Ihrer Knie so gesund sind. Also es fasziniert mich, Sie sind mir ein Vorbild. Mhm. Wohl wissend, dass da jetzt nicht kommt, nimm das Olivenöl, Junge, und dann wird alles gut. Das war eine Italienerin. Also du hast als Arzt keine Lösung für einen Patienten, der auch keine Lösung haben will im Sinne der Selbstfürsorge. Mhm. Ja, dann ist es schneller. Änderst du die Person, änderst du deren Lebens- und Bewegungsverhalten? Nein, wenn die Person seit dem Schulsport keinen Sport mehr gemacht hat, dann wird sie mit hoher Wahrscheinlichkeit, seltene Ausnahmen bestätigen die Regel, dann nicht anfangen, sich so in das Training, in die Bewegung zu stürzen, weil es ja auch ganz viel Ja-Aber gibt. Ja, aber ich habe ja auch hohen Blutdruck und der Hund muss ja raus, wobei der Hund dann vielleicht noch eines der besten Therapeutika wäre. Mhm. Weißt du, wie ich das meine? Ja. Prävention wird in der Regel nicht bezahlt. Und die Erwartungshaltung vieler Patienten an unser Gesundheitssystem ist, das muss doch alles bezahlt werden. Nein, und man bräuchte einen Trainer wie dich, man bräuchte eine App, man bräuchte Sportgerät, man bräuchte einfach verschiedene Dinge, um diesen Ratschlag, den der Arzt dann gibt, umsetzen zu können. Aber fängt es nicht auch schon an, beispielsweise beim Sportunterricht in der Schule? Sofern er denn stattfindet, ja. Ja, also ich meine, ich will jetzt nicht sagen, ey, Sport ist jetzt Mathe, aber irgendwie auch schon. Die Frage ist, also ich bin zu lange raus und mein Sohn ist noch nicht drin, ja, in der Schule. Ich weiß nicht, wie sehr es mir zusteht, über den aktuellen Schulsport
zu sprechen. Ich habe lange Kinder- und Jugendtraining gegeben, gerade im Judo. Und auch da habe ich schon gesehen, dass viele Kinder sowas wie Vorwärtsrolle, Rückwärtsrolle, das war schon vor 25 Jahren teilweise schwierig. Und heute ist es noch mehr eingeschränkt nach dem, was ich mitbekomme oder höre. Das heißt, der Bewegungsunterricht müsste, wenn du an die Dosierung gehst, natürlich irgendwo mit den Zwangssitzphasen, die wir Kindern aussetzen, Schritt gehen. Und 2 Stunden Schulsport pro Woche geht nicht mit, keine Ahnung, 20 Stunden Sitzen einher. Weißt du? Das ist das Nächste, was interessant ist. Was hältst du von dem, sag ich mal, von dem Sitzverhalten als solches? Weil, also ich erzähle mal von mir jetzt. Also Kinder beispielsweise, jetzt als Kind sagt mir dann irgendjemand, ja, der hat zu viel Energie, der hat ADHS, weil der als 6-Jähriger nicht irgendwie, keine Ahnung, 6 Stunden am Stück sitzen kann. Oder jetzt zum Beispiel... Du meinst auf diesen Stühlen, diese Schulstühle, die wahrscheinlich bei mir und bei dir die gleichen waren, die irgendein Sadist in den 40er Jahren entwickelt hat? Ja, diese Holzdinger. Wo du immer denkst, wie passen denn da Po und Rücken irgendwie dran? Ja, die meinst du? Ja. Mit denen man eigentlich nur kippeln kann, um richtig zu setzen? Liebe Kinder, kippelt nicht mit euren Stühlen. Damit es aber halbwegs angenehm ist, ja? Ja. Und muss man mal überlegen, also ich kippel jetzt, also so, sonst du willst dich eigentlich nur anlehnen quasi, da, deswegen kippelst du ja. Nicht, weil du krank bist. Und jetzt bin ich... Wie viel Prozent Asperger hast du denn? Ich? Bestimmt 30. Ja. Du? Ähnlich. nein, aber was ich meine ist jetzt beispielsweise, es gibt ja diese, ich bin darauf gekommen, ich bin so ein unruhiger Sitzer, ich mag das nicht, also jetzt ruhig sitzen zu bleiben, zum Beispiel telefonieren, ich muss rumlaufen, damit ich kann besser denken, wenn ich mich bewege. Wenn ich spazieren gehe beispielsweise, ob auf einem Laufband oder draußen, ich denke besser. So, und wir sitzen jetzt, weil unsere Werkzeuge, die wir benutzen, am leichtesten zu bedienen sind im Sitzen, aber das, also der Rückschluss jetzt zu sagen, so funktioniert der Mensch am optimalsten, ist ja nicht der richtige. Sondern unsere Werkzeuge sind gerade so konzipiert, dass wir die so am besten benutzen können. Stift und Papier, Tastatur, Maus und Rechner und Monitor. Aber jetzt, damit bist du nicht auf die Welt gekommen. Damit bin ich nicht auf die Welt gekommen. Ja. Genau. Und jetzt gewöhnen sich Kinder dran, ob es iPads ist oder irgendwas. Und deswegen sage ich, in dieser formativen Phase, wo Kinder jung sind und man ihnen quasi all diese Sachen beibringen kann, finde ich es halt ganz wichtig zu verstehen, welche Konsequenzen, welche Wirkungen hat Sport über die Psyche bis hinüber zum gesamten Bewegungsapparat und auch alle anderen körperlichen Sachen. Ich meine, wir können ja auch über Stoffwechselerkrankungen reden, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, neurologisch. Also jedes Organsystem des Körpers wird ja beeinflusst durch Sport. Nicht nur irgendwie Knorpel und der Bewegungsapparat, genau. Das sind ja systemische Effekte, die du hast. Keine Ahnung, neulich auch gesehen, dass du sagst, teilweise flüssige Intelligenz nimmt bei Leuten schneller ab, wenn sie gar keinen Sport machen. Und das ist so der einzige konservierende Faktor, den du hast, ist halt Bewegung zu machen. Wegen beispielsweise solchen solchen Nervenwachstumsfaktoren beispielsweise. Es gibt Myokine, das ist das, was du meinst. Also Botenstoffe, die aus der Muskulatur die ausgeschüttet werden durch Training der Muskulatur, die auch im Gehirn wirken. Mhm. Also deine Disziplin im Kopf macht quasi deinen starken Bizeps, aber deine kräftige Muskulatur hat auch wie eine Feedbackschlaufe wiederum eine Rückwirkung auf dein Gehirn, einfach ausgedrückt. Mhm. So, ja. Und also dieser Teil fehlt, wenn sich zu wenig bewegt wird. Du könntest es aber auch rein ökonomisch betrachten, die Krankheitsfolgekosten aus fehlender Bewegung in der Jugend. Mhm. Und auch da, das passt. Ist ein schwieriger Zusammenhang, den darzustellen, weil dann jeder kommt und sagt, Beweis. Vielleicht einer der wenigen positiven Dinge von Corona, dass du ja gesehen hast, wie vor allem die Kinder und Jugendlichen darunter gelitten haben. Also du hast ja ein... kurzzeitig... Also positiv in diesem bürokratischen... du hast diese Erkenntnis gewonnen, genau. Wie wichtig Bewegung für Kinder und Jugendliche ist. Also das Zusammensein. Denn wenn nur das Homeschooling, genau, also auch da sitzen sie wieder. Aber was ihnen gefehlt hat, ist die Bewegung und der Austausch. Und das hat Kinder krank gemacht. Und das wurde von vielen Fachverbänden und natürlich in dem Fall auch von der Politik übersehen. Also es war
natürlich alles gut gemeint und hinterher ist man immer schlauer, dessen bin ich mir bewusst. Aber ich fand es katastrophal und ich war froh, dass Leo noch nicht, also mein Sohn noch nicht in dem Alter war, dass er in die Schule ging, dass er von diesem erzwungenen Bewegungsmangel, ich meine, es wurden Spielplätze zugemacht. Wie behindert ist das denn? Ja. Ja, von mir aus sollen sie einen Lauterbach da hinschicken. Da würde ich auch einen Spielplatz zumachen, wenn er drauf ist. Aber ja, ist doch so. Ja, also das, da gar nicht dran zu denken. Wie hirnverbrannt. Wir müssen was für unser Gesundheitssystem tun. Wir müssen was für unser Immunsystem tun. Aber wir machen ein Fitnessstudio zu. Und eigentlich dürft ihr auch nicht in den Wald gehen. Und es ist paradox. Ja, du siehst es ja auch jetzt, ich bin fest davon überzeugt, gerade jetzt auch wieder im Kindergarten, viele Infekterkrankungen, die nichts mit Corona zu tun haben, fallen deutlich heftiger aus, weil vielen Kindern der Kontakt, die Exposition fehlte und es ist ja ein ständiger Tanz zwischen Immunsystem und Erreger und die entwickeln sich beide weiter. Genau. Und dadurch, dass die vermieden hast, hast du einfach den ganzen Kack verschoben und kondensiert auf eine kurze Zeitphase in viel intensiver. Genau, und gleichzeitig nimmst du, Bewegung ist das mächtigste Medikament, wir können unser Immunsystem trainieren und gleichzeitig nimmst du den Personen die Möglichkeit. Das fand ich ganz besonders beschissen. Aber vielleicht ist es ein guter Punkt, auf ein Grundkonzept einzugehen, was wie so eine Klammer ist, was mir ganz wichtig ist. Wir können über Bewegung reden, wir können über Ernährung reden, wir können über Regeneration reden. Wir haben in der Vergangenheit schon mal über Kälte geredet. Wenn ich, was mir in der Vermittlung der Patienten auch um ihre Bereitschaft zur Mitwirkung, wir nennen das Compliance, zu bekommen ist, es gibt nicht nur den einen Weg. Mhm. Es gibt ganz, ganz viele Wege, wie wir unseren Körper, unser Immunsystem kräftigen können. Und das geht über eine gezielte Störung. Mhm. Die Störung kann Fasten sein, Kältetherapie, worüber wir schon mal gesprochen haben, die Atmung, Training, Impfungen bringen auch unser Immunsystem gezielt durcheinander, damit es sich anpassen kann. Also diese Störung des Gleichgewichtes ist ein medizinisches Konzept, was jeder irgendwie kennt. Ja, wir wissen es bei der Impfung, damals angefangen mit diesen Kuhpocken vor, ich glaube, 17 und Ende, Anfang des 18. Jahrhunderts. Beim Trainingsreiz ist es auch klar, du bringst das System durch eine harte Trainingseinheit durcheinander, damit es sich anpasst. Beim Fasten bringen wir unseren Stoffwechsel nicht letal durcheinander, wenn wir vor dem Verhungern aufhören. Also das wäre so ein Grundkonzept, was es mir im Kopf manchmal vereinfacht, je nachdem, was ich bei einem Patienten erreichen will, dass ich sage, okay, wir haben hier ein Potpourri der Möglichkeiten, was wäre denn etwas, was Sie mal ausprobieren möchten? Mhm. Und das ist auch ein bisschen... Und alles fühlst du auch beim ersten Mal tun auch. Bei der Kälte kriegst du die Euphorie, beim Fasten. Ja, beim Fasten weiß ich jetzt nicht, ob du das unbedingt spürst, irgendeinen positiven Effekt. Hast du mal diese 16-Stunden-Pause probiert? Also quasi die Einstiegsdroge. Unfreiwillig sicherlich. Die Einstiegsdroge. Du hast ja auch, es kommt jetzt der Punkt, wo du gar keinen so starken Hunger verspürst oder wo die Ausschüttung der Stresshormone dich in eine leichte Euphorie bringt. Mhm. Ja. Bei der Kälte hast du es angesprochen, beim Training, das Gefühl, aufgepumpt zu sein beim Training, beim Krafttraining oder im Flow zu sein in der Spielsportart. Genau, das sind vergleichbare Effekte. Ja, und das ist dann alles irgendwas, das so ein bisschen, sag ich mal, süchtig macht. Im positiven Sinne. Im positiven Sinne ein Verstärker. Ein gutes Gefühl. Und da ist die Kunst manchmal, liegt die Kunst darin zu schauen, woran kann ich anknüpfen? Mhm. Wo hat jemand in der Vergangenheit dieses positive Gefühl gehabt? Oder
was ist ihm aufgrund seiner Zielsetzung zuträglich. Hätte ein Kassenpatient Zeit für so ein Gespräch? In Einzelbereichen bestimmt, weil ich kenne viele Kollegen, die nehmen sich dann auch manchmal gezielt die Zeit, aber auf den ganzen Tag oder auf die Woche betrachtet bestimmt nicht. Mhm. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich versuche im ersten oder in den ersten Gesprächen auch herauszufinden, natürlich, was ist das Kernproblem, was führt die Person her und ist das Problem, was die Person annonciert, du hast Knieschmerzen oder du hast Rückenschmerzen, auch das, was die eigentliche Ursache ist. Mhm. Oder um das Beispiel das x-te Mal aufzugreifen, hat er vielleicht was an der Hüfte und kommt nur mit den Schmerzen im Knie. Und dann die vielleicht noch entscheidendere Frage, ist die Person überhaupt bereit, an dem, was ich als die eigentliche Ursache ansehe, etwas zu ändern? Mhm. Es gibt von Hippokrates einen überlieferten Satz, in dem er sagt, bevor du jemanden heilst, klär zuerst die Frage, ob er bereit ist, das aufzugeben, was ihn krank macht. Mhm. Und da sind manche einfach... Das ist ein sehr frustrierender Prozess. Ich habe das mit meinem Stiefvater durchgemacht, als da Leute waren mit Herzinfarkt und dies und das und die kommen dann da raus und dann ist so die Frage, ja, wann darf ich wieder rauchen? Ja. Und ich stehe so daneben, ne? Wie kann der das fragen? Ich war so als habe auch noch nie geraucht und so. Deswegen habe ich das nicht so ganz verstanden. Aber das ist, also diese Suchterkrankungen und dieses Problem, was Menschen haben, wo sie sich selber im Wege stehen, ist echt immens, weil du bei all diesen Suchtgeschichten oder bei all den Gewohnheitssachen, du kennst immer dieses positive Gefühl, was du hast, wenn du es einmal machst oder wenn du eine Zigarette rauchst oder irgendeinen Scheiß machst, wo du weißt auch, dass dir das nicht gut tut, aber das eine ist sichtbar, das andere ist unsichtbar und vage in der Zukunft, aber dass nachdem Leute getroffen werden von dieser harten Ungewissheit in der Zukunft, die heute sehr real ist, sehr anfassbar ist und auch sehr, sehr eklig ist, dass man dann trotzdem sagt, ey, yo, egal, dann verrecke ich halt wegen dem Rauchen. Das war für mich echt so eine prägende Erfahrung. Also das muss ich mir echt, also das muss doch für dich auch ein riesen Abfuck sein, wenn du, also du wirst so viele Patienten haben, wo dann zu dir kommen und sagen, ja, Markus, ist alles schön und gut. Ich weiß, ich sollte mehr und mehr das machen, aber kannst du mich spritzen? Hast du ein Pflaster? Gib mir ein Physiorezept. Kann ich da nicht rumliegen und der massiert ein bisschen? Und all diese passiven Heilungswünsche. Ja. Aber ich löse das meistens relativ einfach, indem ich erstmal die saubere Diagnostik mache. Ich möchte mir ja sicher sein in dem, was ich empfehle und nicht sagen, beweg dich mehr und dann ist da doch ein freier Gelenkkörper und der kann das Knie gar nicht ordentlich bewegen. Also es gibt eine strukturelle und eine funktionelle Diagnostik im Sinne der Bewegungsanalyse. Und spätestens dann kann ich ja sagen, wenn er sagt, oh, können wir nicht einfach eine Spritze machen? Ja, aber Sie haben 7 von 21 Punkten in der Bewegungsanalyse. Das wird durch die Spritze ja nicht besser. Sind Sie jede Woche hier zum Spritzen. Genau. Manchmal sage ich es auch provokant, Ihr Leid ist mein Leben. Also ja. Bleib ruhig weiter krank, dann ja, kommst also du her. Ich verdiene ja nichts, wenn es Ihnen besser geht. Ja? Das, da kommt dann meist so ein gezwungenes Lächeln. Also es spricht übrigens ja nichts gegen Spritzen. Nehmen wir das Knie als Beispiel. Es gibt ja die Cortisonspritze, die oft sehr schnell hilft, aber nicht unbedingt lang anhaltend. Die Amerikaner haben eine schöne Abkürzung dafür, Short Gain, Long Pain, kurzfristige Hilfe, langfristig Beschwerden. Jetzt hast du deine Arthrose und natürlich mache ich auch viel Hyaluronsäure, körpereigenes Plasma. Ich mache deutschlandweit meines Wissens nach die meisten Stammzellen aus dem Fettgewebe. Manchmal kann so eine Spritze ein Starter sein, dass jemand wieder etwas macht. Dafür muss ich ihn aber anbinden und abholen. Und dadurch, dass wir die Bewegungsanalyse gemacht haben, für das nachgewiesene strukturelle Problem, nehmen wir mal Arthrose als Beispiel, eine entsprechende Spritze oder Spritzenserie machen,
dann ist es wichtig, dass der Patient von Anfang an Teil des Teams wird, weil man das nur gemeinsam machen kann. Wenn du nur die Spritze gibst, dann wirkt die oder sie wirkt auch nicht. Und wenn sie nicht lang genug wirkt, wer ist schuld? Der Arzt. Und um den Patienten mit in die Verantwortung zu nehmen, muss ich ja auch, um auf dein Eingangsbeispiel mit deinem Rücken zu kommen, ihm aktiv eine sinnvolle Teilhabe anbieten. Mhm. Ja, das, was du gerade mit dem Rauchen angesprochen hast, wenn da jemand offenkundig 30 Jahre raucht, jetzt einen Herzinfarkt bekommen hat, dann ist die Sucht ja immer noch in der Person. Ja. Also bringt es nichts, wenn der Kardiologe sagt, sie müssen aber aufhören zu rauchen. Im Grunde müsste die Rauchentwöhnung schon unmittelbar in der Phase der Therapie erfolgen. Weil ansonsten sagt man genau wie du als Außenstehender, der muss doch irre sein. Er hat jetzt schon so nah oder beinahe ist er dran gestorben oder hätte eine schwere Schädigung davon getragen. Und wie kann er denn das Verhalten jetzt wieder aufnehmen? Da wäre die Frage, wer hat ihm wann eine Alternative gegeben? Mhm. Der Kardiologe, der den Katheter setzt, hat vielleicht ein Herzkranzgefäß mit einem Ballon oder Stent wieder erweitert. Aber ist es in seiner Kernaufgabe, Klammer auf, wird es adäquat bezahlt, Klammer zu, auch noch eine Rauchentwöhnung durchzuführen? Oder delegiert er das an den Hausarzt oder steht im Arztbrief dringende Empfehlung zur Nikotinentwöhnung? Leitlinie beachtet, Ratschlag gegeben, auf Wiedersehen. Also du brauchst Zeit, du brauchst die Tools und du brauchst die Motivation beim Patienten. Und wenn ich dann merke, er oder sie möchte immer noch nicht, dann habe ich auch nichts dagegen zu sagen, auch egal ob privatversichert oder Selbstzahler, dann bin ich der falsche Arzt für sie. Mhm. Also du verbringst ja auch Lebenszeit mit der Person. Und, ja. Hast du mal einem Patienten gesagt, du hast keinen Bock auf den? Ich bin ja schon oft sehr direkt. Ich weiß. Ich würde dann sagen, ich bin der falsche Arzt für sie. Und nö, das kommt vor. Das kommt auch jeden Monat vor. Echt? Ja. Die Alternative ist, ich schicke es zu einem meiner Kollegen. Das ist dann weniger aggressiv. Dann bleibt er zumindest im Haus. Aber ich will keine Energieräuber. Also beschreib mir mal das letzte Mal, dass so was passiert ist. Anonymisiert. Anonymisiert. Man muss, ich war jetzt 2 Wochen weg, entweder letzte Dezember oder erste Januarwoche. Der wollte genau das. Der wollte nur eine Spritze für die Arthrose im Kniegelenk und das war total grenzwertig. Ja, und ich merkte, der wird unzufrieden sein, weil das alleine, wie wenn du ein Gericht kochst und du nimmst nur eine, na gut, beim Reis geht's vielleicht eine Zutat, aber selbst da, wenn du kein Salz dran machst. Es macht keinen Sinn. Beim besten Willen, ich kann Ihnen eine gute Empfehlung geben, aber ich glaube, wir kommen so nicht weiter. Sie wollen etwas von mir, was ich so nicht geben möchte, weil es keinen Sinn macht. Es macht noch nicht mal Sinn, es einfach nur zu probieren. Es gibt ja durchaus Therapien, wo du sagst, das probiere ich auch. Gerade beim schwerer Arthrose, die Stammzellen, das Gesamtkonzept, wo ich sage, 50-50. Mhm. Ich habe über 500 Patienten so behandelt. 50-50, wenn ich ihre Bilder betrachte, wenn ich ihr Kniegelenk durchbewege, wenn ich höre, was sie machen wollen. Wenn sie möchten, probieren wir das aus. Ich dokumentiere das auch genau, aber eigentlich wären sie für jemand für ein neues Gelenk. Mhm. Ja. Und wenn man das dann so klar bespricht, dann sollten eigentlich auch beide zufrieden rausgehen. Ich will ja einen Patienten nicht ärgern. Ich will nur halt keine unsinnige Therapie durchführen. Das. Apropos unsinnige Therapie, also was ich interessant finde, ist, ich glaube, das heißt Cohen's Kappa. Das habe ich gelernt aus der Psychiatrie. Da gibt es ja diese Varianz in der Diagnostik. Heißt, du hast zum Beispiel jetzt 100 Ärzte, die haben jetzt einen Patienten vor sich. Und 20 sagen, der hat eine Depression, 40 sagen, der hat eine Angststörung und die anderen 40 sagen, keine Ahnung, der hat alles mögliche andere. Und dann kannst du quasi darüber ausdrücken, okay, wie
wie klar ist dieses Symptombild oder dieser Symptomkomplex, diese Krankheit. Und dann gibt es ja aber dasselbe auch als beispielsweise, jetzt hast du einen Patienten mit Rückenschmerzen, was würden die dem für eine Therapie vorschlagen? Also selber Patient geht zu 100 Ärzten, was sagen diese 100 Ärzte? Und dann ist ja so ein großer Scheideweg gewesen, sehr lange auch bei den Orthopäden, war jetzt operieren oder konservativ. Wie siehst du das? Also da gibt es ja viele Leute, die sagen, ey, wir operieren, dann gibt es unnötige OPs, dann gibt es Sachen, die, und das ist ja genau das, was du gerade beschreibst, ja dasselbe Problem andersrum, dass man vielleicht häufig operiert hat, als man es vielleicht hätte nicht tun müssen oder sollen oder man wusste es nicht besser oder irgendwelche Wirbel versteift oder weiß der Geier was, anstatt den Leuten zu sagen, ey, so können wir es auch probieren. Und dass du jetzt zum Beispiel auch in Fällen, wo du sagst, ey, da macht das jetzt tatsächlich Sinn, vielleicht ein künstliches Gelenk einzusetzen, die Leute so einen Vertrauensverlust auch haben und sagen, ey, das ist einer, der will nur operieren. Das war jetzt auch gerade wieder im Spiegel in Bezug auf den Rücken, genau was du sagst. Ich führe die konservative Therapie am Rücken durch, eben auch chirotherapeutisch, aber wir haben auch zwei eigene MRTs, ein CT, wir können das auch punktgenau spritzen, wenn das notwendig ist. Und zwei Partner sind Neurochirurgen in unserer Praxis. Und die operieren natürlich viel, weil das nun mal ihre Kernkompetenz ist. Der Vorteil bei uns ist, du hast nicht nur die Bildgebung, du hast 6 Partner mit unterschiedlichen Schwerpunkten plus Physio plus Sport, sodass keiner operieren muss, weil er den Patienten sonst wegschicken müsste. Mhm. Das heißt, der Patient kann innerhalb des Teams konservativ wie operativ von einem Spezialisten gesehen werden. Dass es in der Peripherie möglich ist, dass jemand sagt, okay, ich kann primär das ein und das kann man machen. Das ist diese Varianz, von der du ansprichst. Laut Bild könnte man das operieren, muss man nicht, aber du lebst nun mal vom Operieren. Vielleicht kommst du dann irgendwann an den Punkt, dass du es auch operierst. Also es kann operiert werden, wird dann zu muss operiert werden. Ja, oder du kannst ja im Gespräch das nahelegen. Der Patient ist natürlich auch führbarer in einer schmerzhaften Situation. Mhm. Du hast Patienten, die sagen klipp und klar, ich möchte nicht operiert werden und du musst sie davon überzeugen, weil sie eine Red Flag aufweisen. Mhm. Red Flag wäre beispielsweise, du hast neu aufgetretene Probleme beim Stuhlgang oder beim Wasserlassen in Verbindung mit Rückenbeschwerden in dem zugehörigen Areal. Mhm. Du hast einen riesen Bandscheibenvorfall und kannst nicht Wasser lassen oder umgekehrt hast ein Kontinenzproblem. Da brauchen wir nicht groß drüber diskutieren. Das ist dann einer dieser Rückennotfälle, die operiert werden müssen. Du hast Rückenschmerzen und im MRT kommt raus, da ist durch eine vorherige Spritze, weil es konservativ versucht wurde, ein Infekt im Gewebe. Mhm. Der muss gespült werden. Da gibt es keine Diskussion. Das muss operiert werden und das muss auch direkt gemacht werden. Nicht, kann ich mir noch mal eine Zweitmeinung einholen? Nee. Aber von diesen Red Flags, von diesen eindeutigen Notfallsituationen abgesehen, hat es ja immer der Patient auch noch ganz entscheidend in der Hand. Wenn du sagst, die Kraft in deinem Oberschenkel ist deutlich weniger geworden, wenn du die Treppe hochgehst, knickt das Bein eher weg, das ist neu seit ein paar Tagen und der zugehörige Muskel wird genau von dem Nerven versorgt, der im Bereich des Bandscheibenvorfalls ist, dann kannst du abwarten, ja, aber unter Umständen hast du dann langanhaltende Folgeschäden im Sinne eines verbleibenden Kraftdefizites. Wie lange bleibt sowas? Also wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt irgendwie so ein Motorproblem habe und bei Sensibilitätsstörungen ist das ja so viel, ja wie soll ich sagen, so temporärerer Natur. Also der Nerv hat ja verschiedene Qualitäten, das Sensible, was du ansprichst, und das Motorische. Mhm. Das Sensible erholt sich häufig, das Motorische auch manchmal, aber dann ist es eine Frage der Dauer der Schädigung. Mhm. Du weißt selber, dass ein Bandscheibenvorfall sich auch zurückentwickeln kann. Ich verwende oft das Beispiel, der frische Bandscheibenvorfall ist eher wie eine Traube. Mhm. Und wenn sich die Flüssigkeit resorbiert, wird er zur Rosine. Und die Rosine hat einfach ein geringeres Volumen als die Traube. Das heißt, der Nerv, der Druck auf den Nerv wird weniger, weil der Bandscheibenvorfall viel kleiner geworden ist. Es kann aber sein, dass dieses Schrumpfen von der Traube zur Rosine
so lange dauert, dass der Nerv nachhaltig geschädigt ist. Dann wäre die Antwort auf deine Frage auf Dauer. Mhm. Es kann aber auch sein, dass es sich erholt. Deswegen, wenn keine Red Flag ist, kann man mit dem Patienten reden und rausfinden, was passt zu seinem Health Belief, was passt zu seiner Gesundheitsvorstellung, was passt zu seinem Umfeld, ist er ein selbstständiger Handwerker, also versorgt er damit eine Familie, hat er Angestellte, dann wird er schneller wieder aktiv und fit sein wollen oder sogar müssen. Und dann kann auch eine OP der schnellere Weg sein, wenn er sagt, ich habe die und die Aufträge, volle Auftragsbücher. Ich weiß, man kann das konservativ machen, aber ich möchte die Sachen wegarbeiten. Ist auch ein Argument. Und ein und der gleiche Vorfall bei jemandem, der angestellt ist, in zum Beispiel bei der Deutschen Bahn oder beim Staat, und wo er jetzt nicht existenziell gefährdet ist, wenn er 6 Wochen nicht zur Arbeit geht, der kann das ausprobieren. Ich weiß nicht, ich muss mir gerade nur vorstellen, wie du das sagen würdest, wenn die Kamera aus wäre. Deswegen lache ich. Ja. Das gilt übrigens auch für die Reha. Wenn die Frage kommt, wie lange bin ich denn krankgeschrieben, frage ich, was machen Sie? Ja, ich bin Lehrer. Ja, dann haben Sie 6 Wochen. Nein, die sind da unterschiedlich. Ich habe 2 Lehrer jetzt kurz hintereinander, beide am Kreuzbandriss behandelt, bei völlig unterschiedlichem Mindset. Mhm. Ja, der eine nach dem Motto, wann kann ich wieder, und wäre nicht besser 6 Wochen. Also das tritt da gehäuft auf, weil es passieren kann, aber das kann man sicherlich nicht über einen Kamm scheren. Dann gibt es Rückenbeschwerden, wo der Patient gar nicht möchte, dass es besser wird. Stell dir mal vor, du... Also Secondary Gain-mäßig. Also ich kann jetzt hier... Sekundärer Krankheitsgewinn. Genau. Wenn du berentet werden möchtest, früh berentet werden möchtest... Ja, erklär mal das, was das ist, sekundärer Krankheitsgewinn. Dann ist der... An dem Beispiel ist der Benefit durch dein Kranksein höher, als wenn du gesund bist. Ja. Du bist 57 Jahre, bist im öffentlichen Dienst, hast deinen Burnout, willst nicht mehr arbeiten und würdest gerne früh berentet werden. Das ist so das klassische Beispiel. Dann kannst du doch orthopädisch machen, was du willst. Er will doch nicht mehr arbeiten. Das heißt, er braucht invalidisierende Beschwerden, um mit dem gelben Schein und dann der Frühberentung aus der Nummer rauszukommen. Da kannst du dich auf den Kopf stellen. Den wirst du nicht besser hinbekommen. Das kommt zu dieser Varianz, die du vorhin angesprochen hast, aus der Psychiatrie, das Beispiel. Du hast also ganz klare Fälle, die Red Flags, die müssen operiert werden, ob jetzt am Gelenk oder am Rücken. Du hast den Graubereich, wo man sagen kann, in den allermeisten Fällen müsste man das operieren, aber und da empfehle ich dann, setzen Sie sich einen Zeitstempel. Sagen Sie, ich gebe mir 4 Wochen. Wir machen in 4 Wochen alles, was konservativ geht. Beim Privaten, im Kassenbereich wird das schon wieder schwieriger. Und dann treffen Sie die Entscheidung für die OP. Ja, es kann von alleine, also konservativ besser werden. Probieren wir es, aber lassen wir es nicht ewig laufen, weil unter Umständen, am Beispiel der Rückenbeschwerden, der Druck auf den Nerv zu einer dauerhaften Schädigung führen kann. Dann gibt es die Umgekehrten, wo man sagt, wissen Sie was, 3 Monate, das wird konservativ besser. Die wollen vielleicht trotzdem operiert werden, weil sie selbstständig sind. Sagen, 3 Monate verstehe ich, aber geht halt arbeitstechnisch nicht. Und dann hast du auch die, wo es, Thema sekundärer Krankheitsgewinn, gar nicht besser werden darf aus Sicht des Patienten. Und dann gibt es die, wo, und das ist sicherlich ein nicht unbeträchtlicher Teil, die es gerne konservativ hätten, aber den Eigenanteil nicht bringen wollen. Und das meine ich jetzt nicht unbedingt finanziell, sondern was den Aufwand, was das Training, was die Therapie angeht. Die dann einen Shortcut haben wollen. Kann man da nicht, können sie nicht. Spritzen, Massage, alles passive, wo du nichts tun musst. Genau. Und es gibt natürlich auch den Bereich, ich gebe mir Mühe, was Trainingsmethoden anspricht. Wir hatten mal über Okklusionstraining gesprochen, EMS,
Kälte, setze ich eine neue Kältetherapie ein über die Hände. Das ist auch ganz spannend. Was macht ihr da? Es gibt ein Gerät, also um es kurz vorwegzunehmen, Kältetherapie als solches kann sehr gut schmerzlindernd bei orthopädischen Beschwerden wirken. Mhm. Du kennst das Icepack, also die Pechregelpause, Eis kühlen, hochlegen bei akuten Sportverletzungen. Du kennst vom Profifußballverein die Kältekammer oder die Eistonne. Genau, damit hatte ich die Kältekammer jetzt schon vorweggenommen. Kältekammer ist heute energetisch, gibt's nicht da klatscht der Habeck ja keinen Beifall, wenn du mit Strom deine Kältekammer betreibst. Obwohl Sauna und Schwimmbad ist ja verboten, aber Kältekammer war nicht in der Auflistung der Bundesregierung. Wir sind kein Massenbetrieb. Wir haben viele Patienten, aber du musst dann den Tag über 20 Leute oder so reinschleusen, damit sich das lohnt. Eistonne, erstmal kannst du nicht einen nach dem anderen in das gleiche Wasser setzen und die Compliance... Kannst du schon. Kann man schon, dann kommt der Hygieneknecht und beschwert sich. vielleicht ist aber auch das gut fürs Immunsystem. Und natürlich die Compliance. Ich meine, du hast einen deiner Mitarbeiter ins kalte Wasser gejagt. Mhm. Aber die Patienten. So, Frau Schmitz, jetzt wo wir mal gerade hier sind, wir haben da vorne eine Eistonne. Der Azubi holt gerade noch mal Eiswürfel. Wenn Sie sich mal gerade frei machen würden und einfach mal 5 Minuten in den Eisbottich. Also, schwer zu verkaufen. Echt schwer zu verkaufen. Und dann habe ich... du musst ja eine zentrale Abkühlung haben für diesen Effekt. Es reicht ja nicht, dass wir eine Schneeballschlacht machen. Du musst zentral abkühlen. Und um Schneeball, bestes Beispiel, wir machen das, bewerfen uns. Was heißt zentral abkühlen? Die Körperkerntemperatur muss abkühlen. Jetzt könntest du einen Einlauf mit Eiswürfeln machen. Auch das ist sicherlich schwer vermittelbar. Schwer vermittelbar. 50 Euro für den Einlauf mit Eiswürfeln, bitte. Genau. Ach, kommst du heute nicht mehr hin mit den Energiekosten für die Eiswürfel? Ich sehe da so einen Eiswagen vorfahren, Granatella, Eiseinlauf. Du hast die Möglichkeit, über die Hände zu kühlen. Also du schiebst die beiden Hände in einen Kasten. Das hier ist mit so Gamaschen abgeschlossen. Und während die Hände gekühlt werden, über so ein Metallelement, piezoelektrisch, bla bla bla, auf jeden Fall wird das ziemlich kalt. Das ist, wenn ein Orthopäde Technik erklärt. Und dann mache ich den Strom an und dann war es plötzlich kalt. Und gleichzeitig ist ein Unterdruck für die Hände. Mhm. Denn, Schneeballbeispiel, wenn wir Schneebälle machen, dann werden die Hände eiskalt, aber deine Körperkerntemperatur sinkt nicht, weil die Gefäße in den Händen dicht machen. Du hast also eine lokale Abkühlung, aber du hast keinen zentralen Effekt. Und das Gerät, was wir einsetzen, kühlt die Hände. Bei indem die Zirkulation quasi nicht stehen bleibt, sondern dieses kalte Blut weiter reingeht in den Körper. Genau. Und innerhalb von 2 Minuten hast du eine Absenkung der Körperkerntemperatur um 1 bis 1,5 Grad. Und es geht ja über Hand- und Fußflächen am schnellsten. Genau. Weil du dort so spezielle Blutgefäße hast. Genau. Und was glaubst du, ist in der Praxis einfacher, Hände oder Füße? Hände. Genau. Die sind A, von der Größe her einheitlicher. Also Männer, Frauen, groß, klein, das ist einfacher. Und Füße, da ist ja fast schon wieder der gleiche Hygienefaktor wie mit dem Eisbad. Können Sie mal bitte Ihren Fuß da reinquetschen. Das funktioniert ganz gut. Nicht bei jedem, aber bei vielen. Es hat vor allem für dich trainingstechnisch, gut, das habe ich an mir selber getestet, gibt es dazu eine Studie aus Stanford, dass wenn du eine Kraftbelastung machst, nehmen wir mal Bankdrücken mit einem 10 Wiederholungsmaximum, dann würdest du ja vom Gewicht her, dann würdest du ja bei dem nächsten Satz vielleicht gerade noch so das Gleiche, aber beim dritten oder vierten Satz in den Wiederholungen droppen, wenn du nicht das Gewicht nimmst, reduzierst. Und hier bleibst du gleich. Ich habe das Gerät neben meinem Sprechstundenzimmer. Wenn du das anwendest zwischen deinen Sätzen. Mhm. Du wendest die 2 Minuten Kälte an zwischen deinen Kraftsätzen, dann hast du fast keinen Abfall über mehrere Sätze, was die Wiederholungen angeht. Warum?
weil es klappt. Du hast durch die zentrale Abkühlung eine beschleunigte Regeneration. Also das geht nicht über den, also du hast ja eine hormonelle Reaktion auf Kälte. Und das ist so, wie du es vorhin mal angesprochen hast, natürlich eine Stressreaktion. Also du hast eine Noradrenalin-Cortison-Ausschüttung. Die alleine kann natürlich dich etwas über deine Grenze pushen. Mhm. So wie ich es den Patienten erkläre, ist es am ehesten eine beschleunigte Regeneration durch eine zentrale Abkühlung. Es würde ein Schutzschalter nicht anspringen. Vielleicht. Verstehe. Das ist aber bei den Patienten weniger der Grund für den Einsatz. Der Einsatz ist mehr, dass wir damit eine Form der Kältetherapie haben, die gut akzeptiert wird, weil sie nicht wehtut, die hygienisch, energetisch gut durchführbar ist. Und ja. Die hat dann aber keine lokalen, sondern systemische Effekte? Korrekt. Aber die leitest du quasi ein, indem du die Hände nimmst und über die Hände die Temperatur sozusagen am leichtesten sinken in Verbindung kannst. Mit dem Unterdruck, genau. Mhm. Ja, richtig, genau. Ja. Ist das... Ja, das sagt mir auch Leuten, wenn sie irgendwie, wenn du willst, dass die Wärme oder Kälte wird, immer Fußsohlen oder Hände, Handflächen. Was hilft das? Also was für Patienten kommen dazu? Die Schmerzpatienten? Die Schmerzpatienten und die Arthrose, genau. Aber Arthrosepatienten sind ja dann auch. Was ist Arthrose? Ein Gelenkverschleiß, eine Abnutzung deiner Schutzschicht in den Gelenken. Was ist die Schutzschicht? Der hyaline Knorpel. Mhm. Also es wäre der Lack bei deinem Auto oder das Profil bei deinem Reifen. Und der ist weg irgendwann oder der hat ein genau, Loch? Genau, richtig. Das kann traumatisch sein oder durch das, was wir ja vorhin angesprochen haben, durch use it or lose it. Und was passiert dann? Ist das dann so, dann hast du quasi diesen Mechanismus, also dann hast du quasi, dass Knochen auf Knochen ist? Punktuell, genau. Es kommt zu... Und der Abrieb als solches kann das Gelenk auch entzünden. Mhm. Deswegen wurde ja früher und wird heute nur noch seltener die Gelenktoilette durchgeführt, dass du also quasi arthroskopisch mit einem Schlüssellocheingriff das Gelenk ausspülst. Mhm. Das ändert ja aber nichts am Verschleiß. Das entfernt im Grunde nur den Müll. Richtig, genau. Das ist wie so eine Kapsel wahrscheinlich, die sich irgendwie so voll mit Zeug ist, wie so eine Zyste wahrscheinlich oder sowas? Nö, im Gelenk selber, da sind wir wieder bei dem Milieu, was ich eben angesprochen habe. Okay, verstehe. Also wir setzen die Kälte bei Schmerzpatienten ein, eben auch Arthrosepatienten. Und da ist es ja so, dass dadurch, dass der Knochen auf Knochen ist, bilden sich ja dann so auch Auszackungen und so? Genau, Anbauten, Osteophyten nennt man sie dann, Osteo der Knochen, knöcherne Anbauten, ja. Und wie ist das, wenn du beispielsweise Leute hast, die sowas haben? Ist das dann, das ist ja dann auch immer ein bisschen schwierig zu vermitteln, weil dem sein Knorpel wird jetzt nicht wachsen, zurückwachsen oder so? Ich führe knochenmarkstimulierende Verfahren und auch eine autologe Knorpeltransplantation durch. Mhm. Dafür darf der Schaden aber noch nicht zu groß sein. Mhm. Also du kannst auch körpereigenen Knorpel für eine Transplantation in ein und dem gleichen Verfahren verwenden. Mhm. Die klassische Knorpeltransplantation war, du nimmst an irgendeiner Stelle Knorpelzellen, schickst die ins Labor, bekommst gezüchteten Knorpel, zweite OP, baust den wieder ein. Mhm. Und dieses Verfahren, Minced Cartilage oder von der Firma, mit der ich arbeite, AutoCart für auto-eigenständiger Cartilage-Knorpel, da gehst du in unbelastete Regionen. Wenn wir das Knie nehmen, dann hast du hier am Rand der Gelenkflächenknorpel, der nicht belastet wird, und auch in der Mitte, also da, wo die Kreuzbänder sind. Ich erkläre das dem Patienten eher, wenn du hier das Kissen nimmst und das wäre auch innen der gleiche Samtstoff. Den siehst du nicht, den fühlst du nicht, der ist aber da. Mhm. Und jetzt müssten wir hier an der Außenfläche etwas reparieren, dann könnten wir auf das Samt von innen zugreifen, um das hier außen zu reparieren. Mhm. So, das, was du nicht brauchst, da leistest du es dir so ein bisschen. Genau. Der Knorpelüberzug im Gelenk geht über die belastete Stelle, über die belasteten Punkte hinaus. So kann man es betrachten. Mhm.
Also du hast quasi Knorpel an Stellen, wo du ihn nicht brauchst und da kannst du ihn wegnehmen, ohne dass es eine funktionelle Implikation hat, also es wird dir nicht schaden. Richtig. Und du tust ihn dorthin, wo du eben, wo die Ursache ist für die Schmerzen. Genau, den trägst du quasi ab, sammelst den gewonnenen Knorpel in einem speziellen Netz, verbindest ihn noch mit Wachstumsfaktoren aus dem Blut. Wir stellen nur noch körpereigenen Gewebekleber aus dem Blut her. Und dann hast du eine, beinahe wie eine Zahnpasta, eine pastöse Masse, die du dann auf die Schädigung aufträgst und mit körpereigenem Kleber da fixierst. Wie ist das mit der Verheilung und so? Weil das ist ja, das stelle ich mir voll schwierig vor, weil das Ding ist ja, beim Knorpel ist es ja so, da ist ja wieder dieser Widerstand so wichtig. Wenn ich beispielsweise jetzt Knorpel heilen lassen würde ohne Belastung, dann sind die Faserrichtungen ja so wirr. Also die sind ja... Ich weiß, was du meinst. 6 Wochen darf quasi kaum Belastung drauf liegen. Mhm. Das ist noch ein bisschen Unterschied, ob es jetzt gewichtstragend ist wie dein Knie oder mehr einer reinen Bewegung ausgesetzt wie die Schulter. Mhm. Du hast 6 Wochen keine bis wenig Belastung und dann baust du die Belastung auf. Dieses Transplantat muss erstmal fest werden. Wenn du Schorf hast, du hättest da irgendwie Schorf am Knie und du würdest jeden Tag da so rübergehen, dann würdest du den immer wieder abreiben. Ja. Wenn aber die Haut darunter erstmal wieder verheilt ist, dann kann der Schorf ab. Also nach einer Knorpeltherapie, ob das eine einfache Technik ist, wie so ein Anbohren und eine Membran oder eben diese Knorpeltransplantation, brauchst du die 6 Wochen. Dass die verwachsen miteinander. Genau. Und dann baust du die Belastung Schritt für Schritt auf, genau wie du es angesprochen hast. Ah, okay, interessant. Nee, das habe ich mich immer gefragt, wie das abläuft. Also das heißt, du hast die Anpassung, kann quasi auch nach den 6 Wochen, dann hast du das. Genau, richtig. Und in der Therapie kommt es immer darauf an welches Gelenk ist betroffen, wie groß ist die Schädigung und welche weiteren Risikofaktoren gibt es. Und dann entscheidest du zwischen Gelenkerhalt, das geht mit Spritzen, Schmieren, wie bei der Hyaluronsäure, regenerativ mit den Stammzellen, Knorpeltransplantation oder auf der anderen Seite der Ersatz. Nee, also mir hat so auch das Verstehen von diesen Mechanismen super geholfen, zu verstehen, wie muss ich jetzt Krafttrainingsreize auch dosieren, wenn ich zum Beispiel Verletzung habe, jetzt Stichwort dein Buch Return to Sport, weil da ist ja so, das ist ja das komplexere Problem, ist, dass du einen Kraftsportreiz oder einen Trainingsreiz dosieren musst, dass du quasi immer noch so ein, keine Ahnung, wie Superkompensation, also einen Hypertrophie-Effekt hast oder irgendeinen Effekt, den du halt haben willst und auf der anderen Seite aber nicht so überschießt über also eine Überdosis gibt's, dass du zum Beispiel wieder so einen Knorpelschaden hast oder nicht das Gewebe mit der Regeneration nicht mehr hinterherkommt. Das fand ich ganz spannend, weil du ja da quasi auch so Rezeptoren hast, die dann helfen, dem Knorpel sozusagen in entgegengesetzter Richtung zu der Druck- oder Belastungseinwirkung Fasern auszubilden, um sich anzupassen an diese Reize. Das ist schon echt verrückt, wie gut der Körper das macht. Ja. Auch da brauchst du dann in der Phase natürlich die richtige Ernährung. Dann möchtest du dein Kollagen haben, du möchtest deine Vitamine haben, wie Vitamin C, was du wiederum fürs Kollagen brauchst. Deswegen, so wie du an das Training rangehst, wo du ja auch schaust, welche Komponenten gibt es, die das Ergebnis beeinflussen? Mhm. Training, Reiz, Dichte, Reizumfang, Pausen, Ernährung, alles, was es da drumherum gibt, so ist es bei der Therapie auch. Und so schaue ich auch immer wieder nach neuen Trainingsmethoden, wenn du ein Gelenk hast, zum Beispiel, die jetzt mehr auf die Muskulatur bezogen, Blood Flow Restriction Training. Du hast das passt dir sehr gut darin. Genau, du hast ein Gelenk, was du eigentlich furchtbar gerne mit der Muskulatur kräftigen möchtest, aber die Bewegung des Gelenks für einen hypertrophen Reiz ist wegen des Gelenks nicht möglich. Du kannst dir nicht die Kniebeugen mit zu hohem Gewicht machen lassen, weil ihm das wehtut im Gelenk. Und da habe ich vor einem, ja jetzt gut dreiviertel Jahr, knapp einem Jahr, für mich eine Trainingsform gefunden, die ich, nachdem ich es ein halbes Jahr getestet habe, das ist auch etwas, was ich in der Regel mache, ob Kälteatmung, 16-8-Fasten,
Probier es aus. Ich werde es ausprobieren, beobachten, mir dann einen kleinen Kreis, so wie wenn du, wie nennt man das, Beta-User für eine Software, beobachten, anpassen, Studien anschauen. Frau, Kinder. Auch ehrlich damit umgehen, wenn man... Leo, jetzt faste mal, hab dich nicht so... Genau, du wirst lachen, kalt duschen tut er. Ja? Kalt duschen tut er. Wie findet er es? Meine Frau schüttelt den Kopf und sagt, er ist doch erst 4. Und ich muss zugeben, die letzte Woche war er ja was krank, da habe ich das auch nicht gemacht. Aber das ist Lernen am Beispiel. Ich dusche mich jetzt am Ende noch kalt ab. Möchtest du schon rausgehen? Nein. Wenn ich ihm sagen würde, du musst jetzt kalt duschen, würde er wahrscheinlich sagen, ich will nicht, ich will raus. Aber ich biete ihm den Ausgang an. Und dann haben wir das gemacht. Unterschenkel, Herz fern, außen hoch, innen runter, außen hoch, innen runter, 6-mal. Dann das Herz nahe Bein, dann den Oberschenkel, außen hoch, innen runter, beide Seiten. Dann die Arme, nur Körper macht er noch nicht so. Er will ganz kurz ins Gesicht und dann ist fertig. Okay, aber ich muss mir jetzt keine Sorgen machen, wenn ich da direkt mit der Fresse reinspringe. In das kalte Wasser. Ja. Bei einem gesunden Herz-Kreislauf-System... Unter die Dusche, ja, ins Eiswasser würde ich auch selber nicht springen. Naja, Eiswasser mache ich auch nicht. Also jetzt nur Dusche, halt kalte Dusche. Ja, du meinst einfach direkt hier. Direkt. Gib ihm. Ja. Ist eine höhere Überwindung. Echt? Ja, ist ein höheres, ist ja ein höheres Training deines Willens. Findest du, ich finde das viel leichter, weil dann das Schlimmste ist vorbei. Weil wenn ich jetzt anfange mit meinem Bein, dann ist es so... Boah, ist schon kalt. Aber du wirst, wenn du es richtig machst, so wie gerade beschrieben, von Körper fern, außen, Körper fern, innen, dann die beiden Unterschenkel, Oberschenkel. Ich kann dir wirklich heute Morgen 5.30 Uhr mit, und draußen ist ja jetzt schon ein bisschen kalt gerade, den Rücken merke ich noch, aber Arme, Beine, Brust bis Gesicht, ich merke es nicht als unangenehm kalt. Ja? Was mir immer noch, obwohl ich das jetzt 2,5 Jahre mache, unangenehm kalt ist, ist, wenn du über deinen Rücken gehst, die Nackenpartie. Nacken ist hart. Das ist ja auch das, wo wir Kälte empfinden, warum man dann einen Pulli oder einen Schal im Winter gerne anzieht. Ja? Aber wenn du es lang genug über die Peripherie machst, nimmst du es nicht mehr wahr. Das heißt, du kämst von dem Punkt weg, dass dich der erste Moment Überwindung kostet. Ach so, echt? Das wusste ich nicht. Und das ist quasi so, wie es früher dann von Kneipp gelehrt wurde. Besonders. Und du musst ja auch das ja auch nicht vergessen, wenn ich dem Patienten einen Tipp gebe, dann hat er vielleicht schon mal einen Herzinfarkt gehabt oder hohen Blutdruck. Mhm. Also ich muss es ja so runterbrechen, dass die Hürde, du hast die Power, du hast den Willen, aber wir haben vorhin davon geredet, dass ich die Dosis ja auch anpassen muss an den Patienten. Also muss ich es in Babyschritten für ihn so einfach wie möglich machen. Und ich frage mich immer, Umkehrschluss, mache ich dann was falsch? Ist es gefährlich, wenn ich einfach drunter jump, also unter die Dusche? Du bist gesund. Nee, ja. Eigentlich nicht. Aber wenn du es jetzt in einem Seminar an deinen Kunden vermitteln würdest oder ja, dann ist da liebe eine Zuschauer, so härtet ihr euch ab, dann könnte der ein oder andere drunter sein, der das dann vom Kreislauf nicht so toll findet. Hm. Die Frage ist oft, was ist ein so geringer Aufwand, dass es lächerlich wäre, ihn nicht zu machen? Ja, ja. Und wenn jemand sagt, ach, die Unterschenkel. Ja, okay. Bist du bereit, deinen Fuß kalt abzuduschen? Weichei. Oder deine Hände. Also es gibt ja auch, was Wim Hof macht, die Hand eine Minute in Eiswasser legen. Ja? Dann nehmen wir die Hand. Aber irgendeinen Zugang finde ich. Und wenn er sagt, das kann ich mir alles nicht vorstellen, dann ist es nicht die Kälte, dann brauche ich ein anderes Tool. Wir kamen aber von dem Blood Flow Restriction Training. Ja. Das ist in Japan schon relativ lange en vogue und die haben auch in der Uni Tokio eine Professur seit über 20 Jahren dazu. Echt? Was ist bei PubMed, die medizinische Datenbank, kannst du Katsu als spezielle Form oder BFR, Blood Flow Restriction Training, eingeben? Da waren gestern, ich glaube, über 15.000 Treffer, als ich nochmal nachgeschaut habe. Genau. Sehr ansteigend die letzten 5 Jahre.
Das, was muss ich jetzt, also ich versuche es mal in meinen Worten zusammenzufassen. Also so wie ich das kenne, also im Kraftsport ist es ja so, ich habe für die, also wenn ich zum Beispiel Muskelaufbau haben will, Hypertrophie, dann habe ich zwei Mechanismen. Ja. Ich habe einmal, wenn ich trainiere, dann habe ich den mechanischen Reiz. Das heißt, ich habe quasi solche kleinen Risse in den in der Muskulatur. Und dann habe ich auf der anderen Seite, also die quasi durch die mechanische Last, durch das Gewicht zustande kommen. Und auf der anderen Seite habe ich einen metabolischen Reiz. Über den Verbrauch deines Muskeltreibstoffs. Genau. Und jetzt wird der ja durchs Blut geliefert. Mhm. Und jetzt sagt man, okay, die metabolische Last kann ich erhöhen, indem ich die Blutzufuhr regional in zum Beispiel meinen Arm abschneide oder verringere. Dadurch hat der Muskel weniger Treibstoff und dadurch ist er bei weniger Sachen schon sehr, sehr, sehr viel früher stark ermüdet. Und genau, der Abtransport funktioniert ja weniger. Also das Laktat. Der ganze Müll bleibt dort. Richtig. Sauer. Genau, richtig. Kennst du die Studien, dass wenn du Ein- und Dreisatzkrafttraining vergleichst, dass Dreisatzkrafttraining zwar oft erfolgreicher ist, aber nur unwesentlich verglichen mit dem Einsatztraining, wenn du bis zur völligen Erschöpfung arbeitest? Ja, also du meinst quasi, dass ich bei dem einen, also dass zum Beispiel jetzt sag, beim Einsatz mache ich 30 Wiederholungen oder ich mache halt 10, 10, 10 zum Beispiel. Nee, ich meinte, wenn du... Du hast ja gerade gesagt, zwei Mechanismen der Kräftigung bei der Hypertrophie. Das eine ist ein bisschen wie Hau den Lukas. Du musst einmal die Muskelspannung so erhöhen, dass die Glocke oben bimmelt, wenn du drauf hast. Dann reicht aber im Grunde schon ein Satz. Mhm. Und wenn es darum geht, die Energievorräte völlig platt zu machen, dann musst du natürlich mit dem Hammer mehrfach draufhauen, bis deine Arme lahm sind. Und ich habe mit beidem gute Erfahrungen gemacht. Wenn du den ganzen Körper mit so einem hochintensiven Einsatztraining durchtrainierst, ist das vor allem auch mental anstrengend. Wenn du weißt, ich mache heute nur diesen Einsatz Bankdrücken. 10 Wiederholungen, da musst du A, gut aufgewärmt sein. Aber mit maximal Gewicht oder was? Entweder mit maximal Gewicht oder bis zur maximalen Erschöpfung. Mhm. Was du ja an der Maschine einfacher machen könntest, indem du sagst, okay, ich drücke jetzt, keine Ahnung, 80 Kilo. Mhm. Und wenn du erschöpft bist, setzt du den Stift um auf 60 Kilo und gibst nochmal 3, 4, 5 Wiederholungen hinterher. Also ein Dropsatz. Genau. Ein Dropsatz oder eine Hilfe, ein Partner, der dir hilft oder dich dann nur noch exzentrisch arbeiten lässt, wäre ja die Möglichkeit, dich mit einem Satz völlig platt zu machen. Und mach mal für deine Beine, Arme, Rücken einen Dropsatz, dann bist du nach 45 bis 60 Minuten aber auch mental platt. Ja. Aber es funktioniert. Wenn du ein 3- oder 4-, 5-Satz-Training machst, ob als Pyramide, gleichmäßig, whatever, ist das auch anstrengend, aber ich finde das nicht so anstrengend. Mhm. Und einmal hast du den Effekt über die Kombination aus mechanischem Reiz, Mehrsatztraining und metabolischem Effekt. Mhm. Und einmal hast du den Reiz wirklich mehr über die maximale Spannung. Und du hast vollkommen recht, das Blood Flow Restriction Training geht in die zweite Richtung. Du bist nämlich in der Lage, mit Gewichten von 10-20% des eigentlichen Trainings dich völlig auszubelasten. Wie ist es bei dir? Du hast ja gesagt, also ich habe es noch nie gemacht, du hast gesagt, du hast echt teilweise lächerliche Gewichte gemacht und warst platt. Absolut. Ich habe die lächerlichen Gewichte testet man ja am besten mit Maschinen aus. Ich neige eher zu einem Kettlebell, Eigenkörper, Training. Zum Beispiel habe ich das auch mit diesen Bändern mit Klimmzügen probiert und mit Liegestütz. Mit Liegestütz schaffe ich das. Kurz zum Konzept. Du kannst entweder das als Intervalltraining machen. 8 Intervalle, à 30 Sekunden. Mit 5 Sekunden Pause. Da bist du also 8x30 macht 4 Minuten. Jetzt muss das Gerät aber auf- und abpumpen. Bis etwa 6 Minuten mit einem Satz beschäftigt. Und bei der anderen Variante pumpst du einen gewissen Druck auf, wie eine Blutdruckmanschette, und kannst dich frei bewegen. Dann kannst du sogar damit schwimmen gehen. Krass. Ich bevorzuge diese Variante, mit dem es pumpt auf und ab. Dafür muss dann ein Druckcomputer entweder an dem Band sein oder zentral am Körper über so ein Kabel. Das stört aber nicht. Und da habe ich gestern wieder horizontales Ziehen, vertikales Ziehen und horizontales Drücken am freien Kabelzug gemacht.
Und im Moment schaffe ich so One Repetition Maximum etwa 100, 105 Kilo im Bankdrücken. Und hier war ich an der Maschine. Und du weißt selber, Maschinen kann man schwer vergleichen, über je nachdem, über wie viele Rollen das Gewicht geführt wird. War ich bei 60 Kilo beim Beginn und am Ende war ich bei 15 Kilo. Ich meine, 15 Kilo über Rollen, kriegst du danach kaum noch ein Liegestütz hin. Und du bist völlig muskulär erschöpft. Die Gelenke sind minimalst belastet. Und extrem gutes Pumpgefühl, kann man nicht anders sagen. Das heißt, du hast auch noch deine eigene Droge mit drinnen. Als ich jetzt die 2 Wochen in Afrika gearbeitet habe, habe ich das fast jeden Tag gemacht. Und du siehst gute Kraftsteigerungen, auch beim gut trainierten Sportler. Und hast sehr kurze Regenerationszeiten, weil der Körper sich zwar metabolisch erholen muss, aber du musst nicht oder weniger diese Mikroverletzungen ausheilen. Das heißt, du bist am nächsten Tag fitter? Du bist am nächsten Tag fit. Du könntest es fast jeden Tag machen. Was jetzt für viele auch interessant ist, wenn sie, schau, ich bekomme so viele ich bekomme so viele Argumente der Patienten mit, warum etwas nicht geht. Und ein Argument ist natürlich Zeit. Und ganz ehrlich, mit jetzt zwei ganz kleinen Kindern und einem anspruchsvollen und anstrengenden Job. Ich meine, du operierst, du bist alles. Wird die Zeit oft knapp. Und wenn ich in 25 Minuten, die du ja sonst dich manchmal aufwärmst, dehnst und erstmal vorbereitest auf dein Training, wenn es halbwegs intelligent gestaltet ist, schon durch sein kann, plus noch etwas stretchen, dann kann ich damit auch fast jeden Tag trainieren. Mhm. Zeit ist ein Faktor. Der Gelenkverschleiß ist bei den Patienten dann ein Faktor. Und so suche ich nach immer neuen Methoden. Und bei den chronischen Schmerzen, ob du jetzt von Rücken oder Gelenken redest, wirkt ein Training dieser Art ja auch schmerzlindernd. Du hast ja einen, genau wie bei der Kälte, ich versuche so die Prinzipien aufzuzeigen. Die Kälte setze ich ein mit einer zentralen hormonellen Wirkung. Mhm. Und beim Blood Flow Restriction Training flutest du ja diesen Stoffwechselmüll, wenn du so möchtest, mit dem Öffnen der Bänder in den Körper. Und auch das ruft eine Wirkung hervor. Zentral auf hormoneller Ebene, übrigens auch auf unser Gefäßsystem. Wir reden heute jetzt viel über Orthopädie, über den Bewegungsapparat, aber ich habe ja eingangs gesagt, ich bin auch Sportmediziner und wenn ich im Sinne der Prävention denke, was bringt es denn, wenn du bei einem Reifen, bei einem Auto die Reifen pflegst, mit der Zahnbürste sauber machst, das Profil polierst und der Motor verrostet? Also der Körper ist ja ein Gesamtkunstwerk funktionell betrachtet. Und deswegen denke ich bei den Therapien auch darüber hinaus, okay, der kommt mit Knieschmerzen oder du hast Rückenschmerzen erwähnt, was kann ich da an sinnvollen Therapie- und Trainingsmethoden machen? Aber kann ich damit automatisch auch schon was Positives für sein Gefäßsystem und sein Herz-Kreislauf-System mit abdecken? Ist das gut? Das ist das, was ich mich immer gefragt habe. Ich habe schon lange, also ich habe auch schon so vor 4, 5 Jahren Studien dazu gelesen. Und das also hat sich gelesen wie so too good to be true. So 10-20% RM trainieren die da, machen Kraft, also machen da Hypertrophiezuwächse, Kraftzuwächse, trainieren weniger, sind viel schneller durch. Und da habe ich mich gefragt, kann das sein, dass das irgendwelche Nebenwirkungen hat? Ich bin da so ein bisschen paranoider Natur. Ich denke mir immer so, okay, ich gucke mir das jetzt mal an. Das sieht sehr vielversprechend aus. Als Jünger habe ich viel von den Sachen dann auch noch ausprobiert. Aber dann habe ich irgendwann gesehen, okay, gibt es auch Sachen, da ist das jetzt, die sind vielleicht vielversprechend, aber zahlst auch einen hohen Preis für. Wie ist das, also wie schätzt du das ein, zum Beispiel auf die Blutgefäße, wenn ich das jetzt die ganze Zeit dort habe und die ganze Zeit diesen Druck habe auf Dauer, ist das... Deswegen trainiere ich lieber mit diesem Intervallsystem, wo immer 30 Sekunden Druck ist. Während du die Übung machst? Korrekt. Die Kontraindikationen sind natürlich Blutgerinnungsstörungen, eine erhöhte Thromboseneigung. Wir setzen es beispielsweise auch postoperativ bei Patienten ein, aber ich bin die ersten 48, 72 Stunden vorsichtig nach
Gelenkersatz, weil da ein erhöhtes Thromboserisiko besteht. Die bekommen ja auch alle eine Thromboseprophylaxe. Ich würde es auch nicht bei vorbekannten Gefäßschädigungen im Sinne von geschädigten Venenklappen einsetzen. Aber ansonsten ist die Liste der Kontraindikationen recht gering. Ich würde es auch nicht einsetzen, wenn die Person, die Region eine neurologische Störung hat. Das heißt, wenn dein Druck- oder Schmerzempfinden da aufgehoben ist. Mhm. Weil du dann... kein Gefühl dafür hast. Richtig. Ja? Also wenn es mal zu stark eingestellt wäre. Und du hast natürlich eine irre Spielbreite, wie hoch du den Druck aufbaust. Es gibt unterschiedliche Standardeinstellungen von Low, Middle, Medium, High. Wo tust du es dann hin? Hier so an die Schulter? So körpernah wie möglich. Ganz so nah wie möglich am Körperstamm. Und hier auch. An den Extremitäten, genau. Also Arme, Beine. Korrekt. End und oder wieder. End? Nicht gleichzeitig. Nicht gleichzeitig? Ja. Okay, also immer das, was du trainierst, wenn du zum Beispiel Oberkörper machst, dann an die Arme. Und wie ist es jetzt, wenn du Bankdrücken machst? Ist das dann so, dass du sagst, okay, du merkst es auch an der Brust? Ja, du merkst es auch im Rumpf und in den benachbarten Regionen. Patientenstory, einer der ersten Patienten, dem ich das empfohlen habe, der meinte, ja wunderbar, wo bekomme ich das denn? Ich habe ja auch Muskelkater im Nacken. Mit dem habe ich speziell ein Training für die Arme gemacht, aus verschiedenen Gründen. Aber er hat den Muskelkater hat er dann da, wo das Band gar nicht war, in der Trapeziusregion und Rhomboidei von den Ruderbewegungen. Und das war eine Bewegung, die er vorher kannte. Also jetzt nicht, er hat nicht das erste Mal Rudern gemacht. Der hat ein eigenes kleines Studio. Aber reicht das? Also reicht das hier, den Blutfluss zu unterdrücken, dass du auch Effekte hast hier so im Rumpf? Ich frage mich gerade nur, wie kriegst du das mit dem Rumpf hin? Ist das also bei den Armen und Beinen? Beim Rumpf glaube ich, dass es, weil es so anstrengend ist, dass du in die Co-Kontraktion gehst. Kommt natürlich auch die Übungsauswahl an, was du durchführst. Wenn du Liegestütze machst, musst du den Rumpf ja eh angespannt haben. Mhm. Wenn du erschöpfter wirst, lokal, aktivierst du auch globale Muskelketten. Mhm. Ich denke, das ist der Grund. Und der zweite Grund, Entschuldigung, ist, dass du ja die metabolische Wirkung, die erhöhte Ausschüttung von Wachstumshormonen, die man festgestellt hat, die erhöhte Ausschüttung von NO, von Stickstoff, was positiv auf die Gefäße wirkt, das zirkuliert ja im ganzen Körper, genau wie eben das Beispiel mit der Kälte für die Hand, wo du ja den Effekt nicht nur in der Hand hast, sondern auch im gesamten Körper. Okay, also du sagst quasi auch, das kommt dann so ein bisschen generell zu so einem... zu einer verminderten Zirkulation, auch wenn es nur die Arme sind, die zu sind, und dann hast du... Nee, mit einer vermehrten Zirkulation der sauren Stoffwechselmetabolite, also des Schrotts, wenn du so möchtest. Weil sich's akkumuliert und dann freigelassen wird. Ja, genau. Okay, verstehe. Du hast einen Staudamm, der füllt sich auf, das Band ist wie ein Staudamm, hier füllen sich die sauren Stoffwechselprodukte auf und die fluten in den Körper. Und dann quasi sagst du, der Arm ist sozusagen überbelastet, dadurch, dass der abgeschnitten ist, in Anführungszeichen, beziehungsweise zu. Und dann musst du auch mehr aus dem Rücken machen, weil dein Arm schneller schlapp macht. Das kann auch ein Grund sein, ja. Das ist wie wenn du eine Vorermüdung machst. Du trainierst erst den Trizeps und machst dann Bankdrücken. Dann wäre ja auch quasi die Brust der frische Teil und nicht der Trizeps als eine Möglichkeit. Ich glaube, die Wirkung in den benachbarten Regionen oder auch im Rumpf ist eher wie bei der Kälte hormonell verursacht. Interessant, ich muss mir das mal alles reinziehen. Wenn ich dir einen Gips an den rechten Arm mache, ja, und wir warten eine Woche oder zwei und dann mache ich ihn dir nochmal dran, aber du trainierst den linken Arm, dann wird der Muskelabbau rechts, wenn du den restlichen Körper trainierst, weniger sein, obwohl du ihn nicht bewegst. Stimmt, ja. Und ihr habt das ja auch, das hast du mir vorhin erzählt, ihr benutzt das auch bei Leuten, die zum Beispiel irgendeine OP hatten, genau, damit der Muskel erhalten wird. Einfach nur tut ihr... Ja, das war eine interessante Studie aus Japan bei Patienten nach Kreuzbandersatz, die das in den ersten Tagen einfach nur passiv aufgepumpt bekommen haben an ihrem Bein. Wie oft, wie lang? Das waren 2 bis 3 Runden, diese 8 Mal.
Also was sind das dann? 12 bis 18 Kompressionsrunden. Und 1 bis 30 Sekunden? Mhm. Herr, aber wie, also ja, das verstehe ich jetzt nicht. Warum allein im Liegen zum Beispiel, nur durch diesen... Das geht ja dann eigentlich nur, das kann ja nur hormonell sein, weil du ja nicht keine wirkliche glykolytische Erschöpfung hast. Also du verbrauchst ja nicht Energie und du baust auch nicht die Spannung auf. Wobei ich es heute mache, ich versuche nicht die Studie zu kopieren, aber den Muskel anspannen, das können sie ja schon und nach Möglichkeit halten. Das heißt, du hast quasi so einen Mini-Mini-Reiz. Genau. Der dadurch potenziert oder wird. Oder eine isometrische, je nach Eingriff, was möglich ist, eine isometrische Belastung. Okay, also wie so eine einfach, okay, kontrahier. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Also man sagt den quasi kontrahier, den Muskel auch, wenn du den so einfach isometrisch, zum Beispiel jetzt die Wade, whatever. Was anderes, was ich mir auch noch vorstellen kann, und das Schöne ist, wir haben ja auch unser eigenes EMG, wir können ja auch alles testen. Wenn ich eine Theorie habe, die allermeisten Sachen kann ich austesten. Nehmen wir mal ein anderes Tool, was ich ausprobiert habe, was ich für mich nutze, aber nicht für die Patienten EMS. Mhm. Das war der gleiche Gedanke. Kann ich durch den Stromreiz das Training für Arthrosepatienten effektiver machen? Ja, das geht. Ich habe vor einem knappen Jahr einen Anzug geholt, der ohne Kabel läuft. Das heißt, du hast so eine Powerbox am Körper und musst nicht an irgendeinem verkabelten Gerät sein. Also du kannst damit joggen gehen, alles machen. Genau genommen war es die Idee meiner Frau, die zum damaligen Zeitpunkt schwanger war und sich überlegt hat, dass doch für die Aktivierung Beine, Beckenboden, Rumpf, das interessant sein kann, wenn du mit dem Kind rumläufst. Oder gehst mit dem Kinderwagen spazieren. Und ehrlicherweise geht diese Theorie auf. Ja. Ich habe ja mit ihr zwei meiner Bücher haben wir jetzt schon beworben. Gehst du unter Strom spazieren? Genau. Ich habe mit ihr das Buch Ich will meinen Körper zurückgeschrieben. Das war die Reaktion auf die erste Schwangerschaft. Das hat sie irgendwann mal vor dem Spiegel gesagt. Und mir war damals aufgefallen, dass sich jeder um die Kinder kümmert. Der Kinderarzt, auch sind die süß, die bekommen alles Mögliche geschenkt. Aber die Mütter. Aber über die Wiederherstellung der Mütter, ja, das ist die klassische Domäne der Hebamme. Und dann habe ich mich im Freundinnen-Bekanntenkreis umgehört und zwei Drittel haben die Hebamme und die Rückbildung nicht genutzt, weil ihnen das, und das waren alles relativ sportliche Frauen, oft nicht anstrengend genug war. Also Hebammen machen einen ganz fantastischen Job, um das klarzustellen. Und ich habe auch zwei extrem sportliche Hebammen kennengelernt. Aber es gibt natürlich auch die Variante, so, wir sitzen da und jetzt stellt euch vor, wir zupfen Gras mit dem Beckenboden oder sowas. Ja, also wo einfach die, wenn das vorher die Power Fitnesstrainerin war, die sich da nicht abgeholt fühlt. Kann ich nachvollziehen. Umgekehrt habe ich unter Fitnesstrainerinnen, die auch Mütter waren, eine kurze Umfrage gemacht. Ich habe gesagt, sagt mir, was die beste Übung war und sagt mir euren größten Fehler. Der größte Fehler war bei fast allen gleich, weil sie gesagt haben, wir sind zu früh joggen gegangen. Und dann haben wir ein Konzept geschrieben, wie man quasi ampelmäßig wieder einsteigt. Im Grunde relativ simpel. Für uns beide jetzt, da reden zwei Blinde über Farben. Du bist schwanger, weißt es aber noch nicht, oder die ersten 3 Monate, das ist quasi grüne Phase. Du kannst fast alles machen. Dann gelb, rot, Geburt und umgekehrt rot, gelb, grün, wieder den Weg zurück. Mhm. Der Körper verändert sich, du kannst in der letzten Phase nicht mehr alles machen und umgekehrt nach der Geburt hast du die Phase der Rückbildung, wo du auch nicht direkt dann mit dem Joggen anfangen sollst. Ja, und das ist mir einfach aufgefallen. Du findest bei Amazon Bücher für Pilates in der Schwangerschaft, Yoga in der Schwangerschaft und Kinder-Baby-Turnen, aber wirklich die Mutter im Fokus, um wieder fit zu werden, das fehlte ein bisschen. Ja, das finde ich auch voll spannend, weil ich glaube, dass super viele Frauen heute sich auch so denken, oh, schwanger sein heißt im Endeffekt so, mein Körper ist ab dann. Genau, das muss ja nicht sein und das
kann man auch wieder zurückentwickeln. Und ich fand Ihre Idee fantastisch mit dem EMS nach der Schwangerschaft. Und habe dann überlegt, wie wäre das denn bei meinen Patientengruppen? Und auch da kam mir die Arthrose in den Sinn. Das setzen wir nicht konsequent ein, weil das für mich einfach ein Organisationskostenproblem ist. Mhm. Die Gebührenordnung für Ärzte wurde seit 1996 nicht verändert. Und Herr Lauterbach hat auch keine... Ja, aber die Welt ist gleich geblieben seitdem. Die Welt ist gleich geblieben, ja. Leider sind die Brötchenpreise und die Strompreise angestiegen. Und was sagte unser Geschäftsführer? Dann schau mal, wie gut es den Ärzten damals ging. Habe ich aber nichts von, weil ich habe damals nicht verdient. Weißt du, das mag ja sein, dass die dann immer mittwochs und Freitagnachmittag frei hatten, um golfen zu gehen. Das kann ich nicht. Ich arbeite 50 Stunden die Woche. Und es ist wirklich, letztes Jahr haben wir es gemerkt, die Miete wurde um 10% erhöht, Strom wurde erhöht und jeder Handwerker, jeder erhöht es. Die Milch wird teurer, die Butter wird teurer, ÖPNV sowieso. Und du berätst noch für die gleiche Gebühr wie 96. Du nickst freundlich. Ich glaube, die Zuhörer oder Zuschauer, wenn soll ich mein Konto für einen Spendenaufruf unten einblenden? Ich glaube, da wird es nicht so viel Mitleidsbekundungen geben. Ja, heute Morgen auf der Bahnfahrt hieß es, der Beamtenbund Öffentlicher Dienst fordert 10% mehr, sonst streiken sie. Warum erwähne ich das? Wenn du konfrontiert bist in einer hohen Taktung mit Patienten, die vielleicht so mäßig motiviert sind und gerade die Gesprächsziffern sind absolut niedrig angesetzt, dann überlegst du dir natürlich zweimal, ob du jetzt versuchst, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass du den... Dass du etwas Neues machst. Dass du etwas bewirkst bei deinem Gegenüber. Ja, ein ausführliches Gespräch über 10 Minuten sind 16,72 Euro. Wir liegen knapp drüber und weißt du, wie ich das meine? Dann gibt es noch Ziffern für Erörterung einer, also quasi eine biografische Anamnese. Da musst du aber auch eine Stunde mit der Person reden. 125 Euro oder so, 130 Euro. Also es ist die höchste Gesprächsziffer, die man bekommen kann. Jetzt überleg mal, was du als Personal Trainer abgerechnet hast. Als Personal Trainer habe ich bis 120 Euro und mehr die Stunde abgerechnet. Und da zahlen die, die es machen wollen und können, die Summe gerne. Ich vermute, in Stuttgart wird es sogar noch höher liegen oder in München oder Hamburg, wenn du bei Porsche PT gibst oder so. Ja, und das spielt insofern eine Rolle, als was willst du denn vom Arzt erwarten? Wie viel Gespräch er dann unbezahlt führt mit jemandem, der vielleicht eh keinen Bock drauf hat? Ja, ja. Und deswegen, ich kam jetzt vom EMS drauf, es gibt keine Möglichkeit, das in irgendeiner Form... Es ist auch so bei Pflegern oder so, also wenn das so weitergeht, dann frage ich mich generell, also alleine mit der Motivation... Ey, das sind Menschen, tu was für die Menschen und dir ist alles scheißegal. Kannst ja die Leute auch nicht bei Stange halten. Vor allem, also, weil deine Kaufkraft als Mensch ja sinkt. Im Vergleich zum Rest. Wenn du die Pfleger ansprichst, die arbeiten ja meistens dann auch noch in der Klinik oder in einem Konzern. Ja. Gestern stand in der Presse, dass Helios jetzt die Butter gegen Margarine streicht und davon erwartet, 800.000 Euro im Jahr einzusparen. Also eine Sparmaßnahme. Ja, du darfst nicht vergessen, wenn es so ein großer Konzern ist, da kann jede kleine Schraube, wir waren vorhin bei kleinen Schrauben, die man ändert, da hat es dann bestimmt ein schlauer BWLer nachgerechnet. Ja, überleg mal, wenn du x Krankenhäuser hast und in jedem Zimmer die Temperatur um ein halbes Grad absenkst. Also so Effekte summieren sich. Das Thema hatten wir ja auch im Positiven wie im Negativen, wie im Betriebswirtschaftlichen. Grundsätzlich, wenn mich jetzt ein Patient fragt, macht das Sinn, sage ich ja. Suchen Sie sich doch eine der Buden, wo drin steht, einmal die Woche trainieren, 20 Minuten mit EMS. Diesen Werbeclaim kann ich nicht unterstützen, aber dann sehe ich meine Aufgabe mehr darin, jemandem die sinnvollen Trainingstipps zu geben und er führt dann ein EMS-Training woanders durch.
Ja, ich denke auch deswegen im Endeffekt sind solche Formate wie das hier gut, weil dieses Gespräch jetzt, wenn 300.000 Ärzte oder wie viel auch immer das individuell mit jeder einzelnen Person führen, ist es leichter anzuknüpfen, wenn die Leute schon erstmal eine Motivation mitbringen, sich diese Dinge selbst bereits schon mal reingezogen haben. Ich glaube, dass dann eine gewisse Selbstverantwortung dazugehört, weil wir als Menschen, unsere moralische Erwartungshaltung, die steigt ja mit jedem Jahr, wo wir technologisch fortgeschrittener sind. Je besser uns geht, desto mehr gucken wir auf alles andere, was nichts mit uns zu tun hat. Und man hat immer höhere Erwartungshaltungen, aber man kann jetzt auch nicht sagen, ey, ich habe eine immer höhere Erwartungshaltung an dich als Arzt, aber du kriegst immer noch 16,70 € oder so für 10 Minuten. Das muss ja auch irgendwie proportional sich zueinander zu entwickeln. Heißt, will ich mehr von dir, muss ich dir mehr zahlen? Auch wenn man jetzt in Deutschland ein Gesundheitssystemverständnis hat, was sehr schön ist, auch löblich, dass eben die Kassen da sind und die das auch bezahlen sollen, glaube ich, ist einfach wichtig, dass jeder Mensch für sich selber verantwortlich ist, sich diese Dinge, also erstmal diese Motivation hat, sich diese Dinge selber beibringt und dadurch hast du ja schon mal eine riesengroße Kostenersparnis, weil ich dann mit dir individuell schnell Ping-Pong spielen kann und also schneller auf mein Ziel komme, als dass du mir jetzt noch bei Adam und Eva anfangen musst, was ich da jetzt noch alles von dir hören muss, damit ich überhaupt was machen kann. Wir haben am Anfang des Gesprächs so negativ über quasi den Handy-Daumen und die Haltung gesehen. Darin liegt ja auch eine Chance. Ja. Also du schaffst es ja ganz fantastisch, Menschen zu informieren und nutzt die vorhandenen Kanäle. Selbst wenn die Person dafür vielleicht auf dem Handy oder von einem Laptop sitzt, dann stehst du aber trotzdem für Bewegung und für Aktivität. Und so wie du das nutzt, kann man auch medizinisch digitale Medien, ob jetzt Formate YouTube, du hast mir ja beigebracht, nahegelegt, auch TikTok einzusetzen, oder eben Apps sinnvoll einsetzen. Also da liegt ja eine Chance. Das ist ja der Therapeut in der Hosentasche oder der Trainer in der Hosentasche oder von mir aus auch in gewisser Weise der Arzt in der Hosentasche. Viel näher kann man ja heute fast kaum noch an einem Kunden oder Patienten dran sein, ob es jetzt im Training, Ernährungsumstellung, Muskelaufbau oder eben eine Trainingstherapie geht. Und gleichzeitig senkt das natürlich auch wieder diese Kosten, die du angesprochen hast. Denn wie du schon sagst, nicht jeder kann mit jedem Arzt so und so lange über etwas reden. Aber wenn man wesentliche Inhalte, Problem zugeordnet, skalierbar macht, dann liegt in diesen Medien ein ungeheurer Mehrwert und eine ungeheure Power, diese Infos, aber auch diese Motivation zu vermitteln. Ich meine, wie oft sprichst du in der Woche mit Patienten teilweise dieselben Sachen aus? Deswegen das dritte Buch. Ja, dass ich sagen kann, hier, talk to the hand, nein. lies also genau, das ist genau der Gedanke. Und was ich... Und dann ist ja das Lustige eigentlich, wenn du dich jetzt fragst, okay, wenn man sich mal von allem befreit, was du gerne machen wollen würdest, wäre ja, angenommen, du hättest jetzt all dein Wissen als Info, also all dein Wissen als Videos und Informationen, was du dem Patienten quasi gezielt geben kannst, dann kannst du ja auch mehr Zeit investieren in weitere Bildung. Nicht nur das und der, du kennst ja auch Dr. House, oder? Ja. Irgendwo stellt er die Frage, was du, wenn du wählen kannst, möchtest du den freundlichsten Therapeuten, den besten, also den freundlichsten Arzt, den besten Therapeuten oder den besten Diagnostiker? Was ist das Nadelöhr? Und das Nadelöhr ist der Diagnostiker. Richtig, genau. Und das ist die Kompetenz, die wir, glaube ich, am schwierigsten in das Digitale verlagern können. Eine gewisse Vordiagnostik schon. Ja, führe ich eine Kniebeuge richtig aus, kann auch die Kamera testen an wesentlichen Punkten. Kann ich auf einem Bein stehen, komme ich mit den Fingerspitzen zum Boden, wie viel Grad kann ich mich drehen, bla bla bla. Aber die Zusammenschau der verschiedenen Bereiche und dann mit dem, was ich eben angesprochen habe, okay, du bist bei mir
beim Orthopäden mit einem orthopädischen Problem. Ich sehe aber dann ein Gesamtbild, das ist Wohlstandsbäuchlein, da ist die Haltung, da du nimmst schon das Medikament, die Pille Bewegung, wobei Pille, die oder das Zaubermedikament Bewegung kann bei dir nicht nur dein eines Problem lösen, die ist so geil, die kann auch die beiden anderen Probleme lösen. Also die Diagnostik und das Aussuchen, das Erkennen von Potenzialen, also von Therapiepotenzialen, das kann man, glaube ich, so schnell nicht an eine App oder wir haben vorhin kurz gesagt, wie heißt das? Chat? GPT? Ja. Dem kann ich eine Frage stellen, die er beantwortet. Aber er beantwortet nicht die Fragen, die du nicht gestellt hast. Ja. Vielleicht bringt es das am besten auf den Punkt. Ja, ich verstehe. Im Patientengespräch würde ich ihm gerne auch die Frage, also wenn ich die Zeit habe und mich intensiv so mit da auseinandersetze, und ein typischer Patientensatz ist ja dann, was würden Sie Ihrem Vater, Ihrer Frau oder sich selber empfehlen? Den habe ich neulich einer Neurologin gestellt. Ja. Hat sie gesagt, ich bin aber nicht ihre Freundin, sondern ich bin ein Profi. Weil ich ja fast Therapie, weil ich Therapie verweigert habe. Ja. Aber genau das. Die richtigen Fragen überhaupt stellen. Ja. Ja? Nimm die Maschine, die beantwortet dir die Frage, aber nur die Frage, die du gestellt hast. Und wenn ich mir das so ganz, wie du gesagt hast, freimachen von allem, dann würde ich dem Patienten auch die Fragen beantworten, die für ihn wichtig sind, die er aber noch nicht gestellt hat. Ja. Macht das so ein bisschen? Das macht absolut Sinn. Ich denke halt, dass, also ich habe einmal gleich eine Frage noch zu EMS, aber bevor wir zu EMS kommen, will ich dich fragen, du bist ja privat, also du hast eine Privatpraxis, und was mich interessiert hier in Deutschland jetzt, also ein Teil, ich bin gerne in Deutschland, ich habe da aber auch gewissen Patriotismus. Das bedeutet, ich persönlich wünsche mir, dass Deutschland kompetitiv ist überall. Und dazu gehört jetzt, wir hatten mal das Bildungssystem, alles Mögliche, gehört auch für mich das Gesundheitssystem. Und wenn ich mir das Gesundheitssystem als solches angucke, ist es überreguliert. Und ich verstehe, dass im Gesundheitssystem dieser Pfeiler an Sicherheit extrem wichtig ist, weil ich kann jetzt nicht irgendwelchen Leuten Dinge geben, die den schädigen. Also, ne, das hatten wir vorhin mit Kontraindikationen und Co. Ich verstehe das alles. Aber für mich persönlich, ohne jetzt da drin zu stecken, sehe ich da teilweise echt Sachen drin. Wir haben ja mal darüber gesprochen, als wir in der Anfangsphase waren von der App, auch wegen diesen DIGA-Geschichten und so, macht man eine verschreibungsfähige App oder nicht, ist es ja teilweise so, dass du Dinge erklären oder beweisen musst, wie zum Beispiel, morgen geht die Sonne auf. Mhm. Das sind aber so Dinge, die sind klar. Wir leben unser Leben so, als würde das immer so passieren, und als wird das auch immer so passieren, weil wenn das nicht mehr passiert, dann haben wir ganz andere Probleme. Das heißt, diese Sache zu beweisen ist vielleicht theoretisch, philosophisch, erkenntnistheoretisch interessant. Ja. Aber es heißt, es hat absolut keinen Mehrwert in diesem unmittelbaren Zeitpunkt auf die Praxis und ist deswegen nur eine unnötige Hürde. Mhm. Und für mich, ich frage mich halt gerade, was ist deiner Meinung nach die größten Probleme in diesem ganzen System, was wir dort haben? Weil ich meine, egal mit wem und wie ich häufig spreche, ob es mit Ärzten ist oder man hat immer häufig Vorstellungen oder Physios erzählen mir, wie es toll wäre oder wie es anders besser wäre oder Pfleger, Krankenschwestern, Ärzte, aber irgendwie, da passiert gar nichts. Also es passiert nichts. Und dann hast du mir vorhin noch erzählt, da hast du Budgets, wo du irgendwie, du darfst nicht als Kassenarzt nicht öfter als x Stunden pro Quartal Physiotherapie geben und so weiter. Ja, genau. So, und da frage ich mich halt gerade, okay, was ist denn das Ziel von dem Ganzen? Ist es das Ziel, du hast gesagt, was ist heute das Ziel? Ich glaube, Eigenverantwortung stärken wäre Aufklärung und Eigenverantwortung stärken und den Spiegel vorhalten, wo übrigens auch wieder Apps helfen können. Wenn du weißt doch heute... Ja, aber ich habe jetzt mal ganz kurz, ganz provokant gesagt, also wenn ich 50% Steuern zahle, aber mein Anteil an Eigenverantwortung immer größer wird, habe ich keinen Bock, 50% Steuern zu zahlen. Nee, die Eigenverantwortung des Patienten für seine Gesundheit. Ja, ja, ich verstehe das. Was ich aber gerade meine ist, du hast ja super viel, also du hast vorhin mir gesagt, wie ist es bei Krankenkassen? Was ist da das, du hast gesagt, minimal wirtschaftlich... Ich kann es nicht wiederholen, was du vorhin gesagt hast. Wir hatten vorhin mal über, da kamen wir von DIGAs und haben über Budgets für Physiotherapie gesprochen, dass das
mit einem Regress behaftet ist, wenn ein Orthopäde, obwohl sinnvoll oder Hausarzt, egal wer, mehr Physiotherapie verordnet, als die als vorgesehen ist, von extern vorgegeben. Das ist eine wirtschaftliche Vorgabe, keine medizinische. Genau, da hatte ich gesagt, dass unser System ja darauf ausgerichtet ist, medizinisch ausreichend wirtschaftlich notwendig zu sein. Also bei den Schulnoten ist ausreichend zwischen mangelhaft und befriedigend. Ein gutes oder eine gute oder sehr gute Leistung, provokant ausgedrückt, ist ja gar nicht das Ziel unseres Gesundheitssystems, zumindest nicht des gesetzlichen Systems. Es ist eine Notfallversorgung und eine Versorgung für gesundheitliche Krisensituationen und in leider zu wenigen Bereichen ein präventives Denken, wie bei den U-Untersuchungen bei Kindern. Aber wenn du die Eigenverantwortung und die Prävention stärkst, die ja oft schwieriger zu messen ist, dann würde wahrscheinlich vieles in dem System besser funktionieren. Mhm. Weniger Krankenkassen. Warum da hunderte von Krankenkassen rumkaspern für gleiche oder ähnliche Leistungen, erschließt sich mir auch nicht. Ich fand es in der Schweiz, wo ich mal in Zürich gearbeitet habe, nicht verkehrt. Du hast eine allgemeine Basisversicherung und dazu können verschiedene Leistungen zugebucht werden. Da sollte möglichst keine Benachteiligung sein. Das heißt, du hast eine Vorerkrankung, musst richtig fett draufzechen. Ja, wichtiger ist vielleicht vor allen Dingen, dass unverschuldete Dinge, sei es genetisch, Unfälle etc., da darf es keine Einschränkungen geben. Oder sowas muss vergütet werden. Ich beispielsweise im Endeffekt, das ist auch provokant ausgedrückt, ich zahle ja auch den, der raucht und trinkt und so weiter. Das ist auch irgendein solidarisches Prinzip. Aber auf der anderen Seite ist ja auch so, ey, wenn du ein gesundes Leben führst, dann bist du ja auch in der Statistik ein niedrigeres Risiko. Gut, jetzt ist die Frage, wie überwachst du sowas, wie prüfst du sowas und blablabla. Aber auch da zum Beispiel bei der Autoversicherung habe ich, in den USA macht Tesla das schon, hier in... Diese Versicherungsdaten erheben aus dem Auto? Genau. Deine also Fahrdaten und daraus so eine individuelle... Deine Fahrdaten, daraus wird eine individuelle Versicherungsprämie berechnet. Die werden alle ficken, damit das hart. Die Allianz hat das bei meinem Vertrag auch angeboten. Ich glaube, bis zu 30% weniger Beitrag. Das ist ja ein interessanter Gedanke. Möchte ich etwas bestrafen oder möchte ich etwas belohnen? Und ich könnte mir vorstellen, dass es in Deutschland einfacher umsetzbar ist, jemanden für gesundheitsbewusstes Verhalten zu belohnen. Ja. Weil mit der Bestrafung hast du viel mehr das Risiko, dass du jemanden, der schicksalshaft eine Vorbelastung hat, benachteiligst. Das wäre aber crazy. Das heißt im Endeffekt quasi eine Apple Watch, die so reliable ist, in Anführungszeichen, dass du... gut, wie viele Leute würden da anfangen zu bescheißen, damit sie weniger Beiträge zahlen? Du meinst, du bindest die deinem Hund um und stellst ihn aufs Laufband, damit so du auf die Schritte kommst. Ja. Ja. Oder ich trage, oder heißt er, Markus, trag mal bitte auch noch meine Uhr. Ja, das müsste natürlich durch das Erheben der Biodaten, sei es durch die Herzfrequenzvariable. Ah, die sind ja wie Fingerabdrücke. Ja, ich dachte jetzt wirklich an einen Fingerabdruck. Du legst deinen Daumen drauf, während du sie trägst. Und wenn die Uhr abgemacht wird, genau wie wenn du einen Code hast. Du denkst schon an eine Fußfessel mäßig. Ja, also genau. Wie eine Handschelle, die nur durch den Fingerabdruck gelöst werden kann. Nee, ganz im Gegenteil. Aber du aktivierst die Aufzeichnung der Gesundheitsdaten nur mit deinem Daumen. Und du kannst es nur für ein Produkt zuordnen. Wenn ich jetzt völlig frei spinne, ohne mich darauf vorbereitet zu haben, wäre das einer der ersten Schritte. Und crazy. Ja, und damit... die Leute tragen doch ihr Handy mit herum. Was ist an deine, denk an Microhabits, wovon wir geredet haben. Der Schlüssel, das ganze medizinische Wissen ist wichtig. Aber oft profitiere ich mehr aus dem Personal Training, wenn ich mich beim Anfang bei einem Kunden frage, warum steht der morgens auf? Was treibt ihn an? Bei der Arthrose kann das sein, jemand möchte noch Tennis spielen oder möchte mit den Enkeln spielen. Also wir haben über das Buch geredet, Start with Why. Was
ist dein Motor oder was sind deine Motoren? Und wenn ich es dann schaffe, dir in Babyschritten zu zeigen, wie du diesem Motor näher kommst, das ist Prävention und Therapie. Einfach ausgedrückt. Und wenn ich dann sage, okay, jemand nutzt digitale Medien und jemand wäre bereit, sich einen Vorteil oder möchte sich darüber einen Vorteil verschaffen, dann muss man das natürlich dementsprechend absichern. Genau. Aber das wäre so mal ein positiver Ansatz. Das wäre ein echt positiver Ansatz. Jetzt die Frage, wer wäre bereit, das zu tun? Ich wäre bereit, das zu tun. Ich finde das eigentlich ehrlich gesagt eine nice Idee, weil du damit auch unnötige Kosten, also du hast ein nices Incentive, dich positiv zu verhalten, weil du direkt dafür vergütet wirst, einen positiven Lebensstil zu führen. Die Frage wäre sogar, wenn ich kurz drüber nachdenke, ob man auf das gesundheitliche Output geht. Was kommt denn jetzt wieder? Oh ja, der eine ist übergewichtig und raucht. Mhm. Aber der andere, der anorektisch Marathon läuft, ist doch auch ungesund. Mhm. Also ja? Du hast eine Verlagerung auf andere Risiken sozusagen. Nehmen wir sowas wie die Herzfrequenzvariabilität. Mhm. Die Ruheherzfrequenz. Dein Fingerbodenabstand. Es gibt so bestimmte Parameter der Erschöpfung, die du überprüfen kannst. Das heißt, derjenige, der überschießend jetzt zu viel machen würde, sich durch Stress in ein Übertraining bringt oder einfach als Manager total gestresst ist und dann meint, er muss auch noch so eine Alpha-Persönlichkeit und dann muss ich um 22 Uhr abends noch eine Stunde Spinning fahren. Mhm. Der muss von diesem System den Spiegel vorbehalten bekommen. Du brauchst mehr Regeneration und der andere, also ich weiß noch nicht mal, ob ich die Schritte alleine nehmen würde. Aber da muss ich länger drüber nachdenken als... Also es wäre schwierig, so einen Incentivierungsrahmen aufzubauen, weil der ausgeglichen sein müsste. Richtig, der Incentivierungsrahmen braucht mehrere Variablen. Ja. Zu wenig Schritte ist nicht gut, aber zu viele Schritte sind nach oben hin, wird es nicht besser. Ja, das finde ich ganz spannend, aber im Endeffekt ist das ja, ich kann mir vorstellen, also ich habe jetzt keine Ahnung von Versicherungen, aber im Endeffekt ist ja, wahrscheinlich ist ein Versicherungsgeschäft eine Art Risikomodellierung und Mathematik, weil du ja sagst, ey, ich habe jetzt hier einen dicken, fetten Batzen an Menschen und wie kann ich deren kollektives Risiko, quasi deren, ich sag mal, durchschnittlichen Warenkorb Wert an Krankheiten, den sie über ihre Lebens- oder Vertragsdauer bekommen werden, ausrechnen? Und wie kann ich denen quasi eine Versicherung verkaufen, mit der ich mehr Geld, also wo ich am Ende mehr Geld verdiene als für die Versicherungsleistungen, die sie dann schon, also im Mittel mit allen Menschen. Und wenn du jetzt quasi sagst, ey, ich habe ein Modell, was ein, zwei Variablen noch quasi oder mehrere inkludiert, wo ich quasi bessere Preise anbieten kann, ja. Weil ich die Risiken sozusagen besser unabhängig voneinander zuweisen kann, dann wäre das ja schon, also wär vielleicht schon ein krasser Wettbewerbsvorteil für eine Versicherung. Ja, du musst aber, bleiben wir beim Beispiel Auto, du wirst ja auch nach der Postleitzahl gefragt und nach dem Modell. Aha. Deine Gesundheitsdaten in... du hast auch genetische Sachen, meinst du? Nicht nur das. Ethnische? Aber, nee, ich dachte jetzt, wenn du die Wahrscheinlichkeit, man muss ja jetzt überlegen, in der Bronx erschossen zu werden, ist wahrscheinlich höher als in Massachusetts. In Boston, in irgendeinem vornehmen... Also sagen Sie so ungerechte Faktoren. Genau. Nimm mal einen Stadtteil von Stuttgart, der vielleicht eher als Problembereich gelten würde. Oder wir können uns auf Berlin einigen, dann haben wir nicht Bonn und Stuttgart. Sobald du bei deiner Versicherung angibst, dass du in dem und dem Stadtteil wohnst, ja, und dem Job nachgehst, hast du schon mal ein erhöhtes Risiko. Ja. Allein basierend auf Wohnort und Tätigkeit. Jetzt kannst du sagen, da musst du ja noch gesünder leben, aber das ist natürlich unter Umständen eine Benachteiligung. Ja, und später auch so ein perverser Anreiz, weil der im Endeffekt, der ist quasi gut innerhalb des Systems, vermeintlich, aber im Gesamtsystem leben ist er halt scheiße. Korrekt. Und ich sehe aber eine Stärke in der präventiven Medizin durch Vorhersagen. Das war mal ein Vortrag, den ich mitbekommen habe. Das waren SAP und einige Mediziner.
ich weiß nicht, wie smart dein Home ist. Meine Frau meckert immer, dass ich zu viel smarte Elemente in unserem Haus habe. Zumindest, wenn sie mal nicht funktionieren. So wie gestern, als bei Philips Hue der Stecker rausgerutscht war und dann natürlich die Lichter im Wohnzimmer nicht mehr funktioniert hat. Du kannst ein Haus quasi mittlerweile rein experimentell schon so gestalten, dass es Rückschlüsse oder Tendenzen zeigt, was Krankheitsrisiken angeht. Mhm. Wenn deine Toilette registriert, dass du dreimal die Nacht auf Toilette gehst, könnte es sein, dass man sich mal deine Prostata anschauen sollte. Vielleicht ist da eine Veränderung. Oder deinen Blutzucker messen sollte. Ach ja, das können einzelne Toiletten schon. Also quasi. Stimmt, gibt es ja auch schon so Konzepte, Stuhlzusammensetzung und so. Genau. Und wie oft geht das Licht an? Was macht dein Schlafverhalten? Hast du einen gesunden Schlaf? Wann geht das Licht an, aus? Wie ist die Schlafdauer? Welche Temperatur ist drin eingestellt? Du könntest über die Verbindung von Smartwatch, iPhone und Smart Home schon Tendenzen feststellen. Und es geht mir, Big Brother is watching you, mir ist klar, dass das nicht jeder wird haben wollen, aber man dürfte zumindest mal frei, so wie gerade im Gespräch oder auf so einem Whiteboard, darüber nachdenken. Meinst du, dass du sozusagen die Versicherung für die Daten beginnt, Risiken zu erkennen? Dein persönlicher Digital Avatar, dein Health-Avatar. Aber sie straft dich nicht ab. Richtig. Sondern sie gibt dir quasi einen Preisnachlass für die Menge an Daten, die du ihr gibst, aber ungewertet. Also das heißt, du kannst auch rauchen. Das wäre das Geschäftsmodell, aber theoretisch nur den Service. Du hast keinen Nachteil und du hast keinen Vorteil. Egal, also genau, sie monitoren nur. Sie monitoren nur. Dein Vorteil ist, dass die Versicherung dich anruft und sagt, wir würden Ihnen einen Termin beim Urologen empfehlen und ein Blutbild. Thema Diabetes, Kontrolle HbA1c. Du hast also einen Monitor, der... Kennst du die Trends bei der iWatch, die dir sagt, ihre Trainingsminuten, ihre Gehminuten, ihre Schlafzeit? Diese Trends in der Uhr... Trägst du beim Schlafen? Die neue ja, weil der Akku lang genug hält. Das war ja sonst das Problem. Die Schlafhygiene ist so ein wichtiger Punkt und ein relativer Schwachpunkt. Böse Zungen sagen mir nach, ich sei ein Selbstoptimierer. So will ich es aber noch nicht mal bezeichnen, sondern ich bin neugierig und ich möchte mir diese Neugier bewahren. Und du hast doch garantiert auch mal mehr als ein Nahrungsergänzungsmittel ausprobiert, um zu schauen, wie das wirkt oder ob das was im Training verändert. Ja, schläfst du nach Glutamin besser? Hast du mal Melatonin genommen und geschaut, wie du einschlafen kannst? Ich habe super Erfahrungen mit dem Bulletproof Coffee gemacht, den nehme ich gerade an OP-Tagen gerne, weil ich, wenn ich zu viel frühstücke, dann auch müde werde. Das kann ich beim Operieren nicht sein. Bulletproof Coffee, sagt dir was? Nein. Wunderbarer Hack. Kaffee, Butter, Kokosöl, Mixer, aufmixen. Klingt eklig mit der Butter. Ich sehe, wie dich so ein bisschen der Ekel peitscht. Aber du siehst gut. Das schmeckt dann wie so ein Latte Macchiato. Du hast durch die Kombination aus Kaffee und Butter plus dieses MCT-Öl bist du ultra wach und du hast einen enormen Energieschub, weil du die Ketonkörper verwenden kannst. Ich nutze das auch zur Verstärkung von diesem 16-8. Wenn ich morgens nicht frühstücke, dass ich einen Bulletproof Coffee zu mir nehme und dann durchaus, wenn ich, keine Ahnung, um 19 Uhr Abend gegessen habe, locker bis 13 Uhr ohne Hungergefühl am Folgetag wach und energiegeladen bin. Krass. So. Und gibt es ein paar gute Bücher drüber, kannst du googeln, findest du direkt. Ein paar von den Anmeldekräften haben das eingesetzt bei uns in der Klinik und mehr als einer hat gesagt, halbes Kilo bis Kilo weniger in der Woche, ohne sonst was geändert zu haben. Du frühstückst natürlich neben dem Kaffee nichts, wobei selbst das noch ginge.
Ja, so Sachen probiere ich gerne aus, aber immer mit dem Resultat im Hinterkopf. Wie ist mein Schlafverhalten? Wie ist meine hohe Herzfrequenz? Wie ist die Herzfrequenzvariabilität? Wie fühle ich mich? Das bringt dir auch nichts, wenn die Uhr sagt, du bist perfekt gesund und energiegeladen und du fühlst dich total ausgelutscht aus. Das bringt dir ja auch nichts. Ja, ja. Ja, und wie viel Energie habe ich? Du musst mir kurz einmal, wir müssen einmal kurz über das reden, über das Video, das du mir gezeigt hast. Das war verrückt. Ja. Weil das ist ein sehr gutes Beispiel für, sage ich mal, dieses Missverständnis zwischen, wie soll ich sagen, Leuten. Also ist ja ganz wichtig, dass man einen Arzt hat, der Verständnis hat vom Körper, und einen BWLer, der Verständnis hat von Wirtschaft, und die beiden sich auf Augenhöhe begegnen und dann gemeinsam vielleicht ein Modell schaffen, wo sehr viele Leute von Medizin profitieren können für einen sinnvollen Preis. Weil sonst hast du den Mediziner, der hätte gern alles, und dann ist alles irgendwie nicht bezahlbar, alles ist super neu, aber das kannst du dann zwei Leuten machen, das ist nicht massenverfügbar. Aber da gibt's ja dann auch, hast du mir, du Verrückte, hast mir vorhin so ein Video gezeigt, wo du im OP warst. Ja, da musste man innovativ, das ist ja der Vorteil auch für Afrika, wenn du innovativ Probleme lösen kannst, für die gerade etwas fehlt. Das lernst du aber auch natürlich für die Notaufnahme, für den Notarztdienst, dass du ein Problem in der Sekunde löst, wo es auftritt. Worum es ja im Wesentlichen ging, ist, dass die Verfügbarkeit bestimmter Instrumente nicht immer und überall gegeben war, um es mal so auszudrücken. Und ich dann Bolzenschneider einsetzen musste. Für eine Platte, keine Folter. Ja, das. Eigentlich hast du einen Schraubenzieher gebraucht. Ich brauchte eigentlich einen Schraubenzieher, ja. Aber der war nicht in der richtigen Größe. Auf einmal steht er in diesem Video da, an so einem Bein, das ist so offen, da ist so ein Knochen. Und da ist so ein, eigentlich brauche ich einen Schraubenzieher. Und er sagt, okay, guck jetzt hier, weil ihr mir nicht die Sachen gegeben habt, die ich eigentlich brauche, holt er auf einmal so einen Bolzenschneider raus, der so groß ist. Und aber zieht das Problem Ding war raus. Gelöst. Das Problem war gelöst. Ich war beeindruckt. Ich hatte kurz richtig Angst, dass auf einmal dieser riesengroße Bolzensteiner da gespawnt ist und ich dieses Bein gesehen habe, was so groß war. Nein. Das ist aber, das wäre ja quasi der Fluch des gesetzlichen Gesundheitssystems, Versorgung mit zu wenig Ressourcen. Das wäre jetzt im Kleinen. Hier war es der Mangel an dem Material. Diese Kommunikation auf Augenhöhe ist wichtig, aber es darf nicht umschlagen. Früher war der Chefarzt vor meiner Zeit quasi die Allmacht, konnte alles bestimmen. Und der BWLer hätte nichts gesagt. Heute ist es umgekehrt. Ja, ein Freund von mir ist gerade in Bonn in einer anderen Klinik Chefarzt geworden. Und ich habe im letzten Jahr verschiedene neue Partner für unsere Gemeinschaftspraxis gesucht. Wir suchen jetzt noch nach einem Wirbelsäulenchirurg. Und da merkst du, dass ich auch, ich habe mit mehreren Chefärzten gesprochen, die sich dafür interessiert haben, durchaus früher mal lukrative Chefarztpositionen zu verlassen, um in ein privates Setting zu gehen. Weil sie einfach gesagt haben, der Druck wird immer größer. Der Kostendruck? Der Kostendruck und die Bürokratie. Das, was mich persönlich, ich habe ja keinen Kassensitz, aber was mich persönlich am meisten daran stören würde, ich glaube noch mehr als die geringere Zeit pro Patient, ist der Bürokratiewahnsinn dahinter. Also dass du zu allem Scheiß noch Dokumentation, Reporting und Co. Ja, da machen mittlerweile natürlich Computer recht viel, aber du kannst dir sicherlich bei einer Praxis unserer Größe, müsstest du bestimmt 2, 3 medizinische Fachangestellte, also Arzthelferin einstellen, nur für diesen Bürokratiekram. Da ist ja alles ganz klar geregelt. Zum Beispiel ist es im orthopädischen Bereich attraktiv, einen Patienten einmal im Quartal zu sehen. Dann gibt es übrigens für ein Röntgenbild vom Kassenpatienten mehr, als wir privat abrechnen können. Also am attraktivsten ist natürlich immer das Haustier. Also wenn ich dich, du bist privat, deine Frau ist Kasse und ihr habt einen Hund, dann würde ich am liebsten den Hund röntgen. Weil die Gebührenordnung für Tierärzte wurde letztes Jahr erhöht, auch substanziell. Also
es ist am attraktivsten, ein Tier zu röntgen, dann den Kassenpatienten, wenn es nur einmal im Quartal ist, und dann den Privatpatienten. Beim MR ist natürlich das MR vom Privatpatienten interessanter und nicht vom Kassenpatienten, erst recht nicht bei den aktuellen Strompreisen, denn so ein MRT ist, sagen wir es mal so, jetzt durchaus energieintensiv. Was zahlt man da pro Einsatz an Energiekosten? Das muss ich unseren Radiologen fragen. Die Frage ist ja, das Gerät darf ja nicht vom Strom genommen werden. Das läuft ja 24/7. Das heißt, wenn du keine Auslastung hast, dann frisst du ein Loch. Richtig, aber du hast ja trotzdem bestimmt 12 Stunden oder eher 14 Stunden am Tag, wo du es per se nicht nutzt über Nacht. Also du hast wahnsinnig teure Wartungsverträge, teils im hoch vierstelligen Bereich. Also die... pro Jahr, pro Monat? Pro Monat. Das heißt, die Grundkosten, die erstmal da sind, bevor du das erste Bild gemacht hast, die sind recht hoch. So ein Ding kostet ja teilweise 1 Million Euro, allein das Arzt, also zu kaufen. Wir haben vorletztes Jahr ein neues gekauft, das war etwas über 1 Million, ja. Und davon haben wir 2 plus noch ein CT, was auch nur unmerklich günstiger ist, wenn du ein neues und gutes nimmst. Also es sind schon enorme Kosten. Aber wir kamen ja von dieser Ressourcenverteilung. Es ist eher ein partnerschaftliches BWLer und Medizinerdenken, was angesagt ist, was aber natürlich in Konzernen oder Klinikkonzernen weniger der Fall ist, weil ja auch die Position des Geschäftsführers und Chefarzt, die sind ja nicht 20 Jahre verheiratet. Die beide Positionen sind viel volatiler geworden. Es gab eine Studie der Charité, wonach fast ein Drittel der Chefärzte ihre Position binnen eines Jahres wieder austauscht. Boah. Und irgendwie war das früher, oder zu Beginn des Studiums. Das ist ja eine Katastrophe. Zu Beginn des Studiums war das für mich sowas, ach, das ist doch nicht eine Lebensstelle, wenn du irgendwo Chef bist. Genau. Das ist es für viele keineswegs. Und das ist wie die Diskussion mit Unternehmen an der Börse. Orientierst du dich an dem Shareholder Value? Geht es von Quartalszahl zu Quartalszahl? Das ist sicherlich einerseits sinnvoll, um eine kontinuierliche Entwicklung hinzubekommen, aber nachteilig unter Umständen, wenn du langfristige strategische Ziele erfüllen möchtest. Ja? Stell dir mal vor, du würdest Klimapolitik quartalsweise machen. Das bei 7 Jahren Baudauer für ein Windrad. Du zerstückelst strategische Elemente teilweise, also das passt nicht rein. Ja. Das passt einfach nicht rein. Das passt einfach nicht in diese kleinen Abschnitte. Und noch ein anderer Punkt übrigens am Gesundheitssystem rein privat. Wir müssen ja alles selber tragen und erwirtschaften. Und bei öffentlichen Krankenhäusern hast du natürlich immer diese Querfinanzierung. Manches macht Bund, Land, Gemeinde, privater Träger. Der eine kümmert sich um Großinvestitionen, bei dem anderen liegt vielleicht eher das Personal. Das ist ja ein bisschen so, du versuchst kapitalistische Ansätze, Thema Geschäftsführer, Thema Konzern, in ein extrem reguliertes System zu bringen. Mhm. Ja? Wenn du eine bestimmte OP besser durchführst als jemand anders, dann kann es durch entsprechendes Marketing dazu kommen, dass mehr Leute zu dir kommen, weil du der Papst für den Blinddarm bist, von mir aus, oder die Leiste. Aber du bekommst dafür deswegen nicht mehr. Du darfst mehr operieren dadurch. Richtig, und du bekommst natürlich dann über die Mengenzahl mehr, aber du kannst nicht in den Preis höher gehen, weil das ist halt überall gleich. Also dieser Gleichheitsgrundsatz, das ist ja auch gerade in der Presse mit diesen Fallpauschalen. Du bekommst eine Pauschale für die Durchführung einer bestimmten Maßnahme. Ob du die mit neuem oder altem Gerät machst, ganz pauschal jetzt ausgedrückt, wenn ein Gesundheitspolitiker zuschaut, schlägt er die Hände über dem Kopf zusammen. Aber ja,
ob ich bei dir eine Gelenkspiegelung mit einem 15 Jahre alten Gerät oder mit einem ein Jahr alten Gerät durchführe, das macht keinen Unterschied. Ja, man versucht, Qualität hochzuhalten, indem man Mindestzahlen einsetzt. Das heißt, wenn du Knieprothesen einbauen möchtest, war es ungefähr bei 50, die im Jahr in dem Krankenhaus gemacht werden mussten. Aber Obacht, was ist, wenn das Krankenhaus, das eine Krankenhaus hat einen, der die einbaut, der macht 50, das andere hat drei Ärzte, die einbauen, wenn jeder 15 macht oder einer macht 30, einer macht 15, der andere macht 5 im Jahr. Weißt du, wie ich das meine? Also die Qualität ist ja von so vielen Faktoren abhängig. Ja, verstehe. Und es dient ja die immer, Quote wird der Realität nicht gerecht. Genau. Und der Gedanke dient immer dem Schutz der Patienten. Mhm. Das ist ja gut gemeint. Niemand, kein BWLer und kein Arzt haben mit hoher Wahrscheinlichkeit die Absicht, einen Patienten zu schädigen. Aber jeder folgt seinem Diktat. Der eine hat das Diktat der Zahlen und der andere hat das Diktat der, wie soll ich sagen, medizinischen Möglichkeiten. Es ist und bleibt spannend, es ist ein schöner Job. Und was mir persönlich wichtig ist, ist die Möglichkeit, es zu gestalten. Das habe ich in unserem Setting. Wir haben mehr Zeit für die Patienten. Wir haben verschiedene Spezialitäten zusammengefasst, wodurch wir dem Patienten nichts anbieten müssen, was eigentlich nicht für ihn geeignet ist. Die kriegt alles in-house abgewickelt. Du rufst dann, sagst dann, ey, Radiologe, mach Bild, dann macht er ein Bild, dann sagst du, Neurochirurg, hasse 5 Minuten, guck dir das mal an, mach mal mit dem ein paar Nervtests, komm und zurück und dann redest du mit ihm über alles. Und diese, so, ziemlich genauso. Und diese. Das dauert ja teilweise wochenlang sonst, wenn das nicht unter einem Dach ist, ne? Genau, wir nennen das One-Stop-Shopping. Du probierst alles an einem Tag unter einem Dach. Ja. Und natürlich auch nochmal durch die beiden Wochen Afrika weiß ich das umso mehr zu schätzen, weil da machst du alles alleine oder eben gar nicht. Und wenn ich es dann noch schaffe, wir haben ursprünglich damit angefangen, wie ich dazu gekommen bin, der Sport, die Bewegung ist ja ein durchgehender Faktor vom Personal Training, einzeln oder auch auf dem Kreuzfahrtschiff, auf der MS Europa war ich zweimal. Diese Freude an Bewegung aus dem Personal Training, die Macht des Medikaments Bewegung und die Neugier, immer neue Methoden. Das kann der Bulletproof Coffee sein, das kann EMS sein, Blood Flow Restriction oder der Einsatz von Ligas oder Apps. Das macht es für mich so faszinierend. Und da suche ich einfach immer nach neuen Möglichkeiten, probiere gerne selber aus. Und kann mir so, und das ist vielleicht das Wichtigste, die Freude und die Motivation behalten. Mhm. Ja, wie viele Leute hast du, die auch in deinem Bekanntenkreis oder vielleicht dann nicht Freundes, sondern eher Bekanntenkreis, die über irgendwas kühnen, was alles so doof ist? Verstehe. Ja? Ich glaube, was ich interessant finde, ist eine spannende Geschichte, ist Folgendes für mich. Wir leben gerade in einer Zeit, in der jeden Tag mehr Information entsteht als früher. Diese neue Information muss gerade durch ein System, ob es jetzt Gebührenverordnungen sind, wenn ich für etwas nicht abrechnen kann, ist es dann drin, ist es nicht drin? Wie beweise ich das, dass das überhaupt als Arzt praktizieren kann und so weiter und so fort? Und da gibt ja viele Dinge, wo du sagst, ey, die machen Sinn, aber die müssen dann durch diesen Prozess durchlaufen. Mhm. Heißt, es ist dann, das ist ein Bottleneck. Und ich glaube, dass man einfach ein System hat von gestern oder vorgestern, die Zeiten sich aber jetzt in einer Geschwindigkeit verändert haben, die keiner von uns kommen sieht, mit der keiner von uns auch einfach so psychisch und emotional so einfach klarkommt, dass auch gerade einfach noch nicht so ganz klar ist, was wird gerade aus der Welt, wie verändert sich die Welt gerade so, sage ich mal, im Zeitalter der Informationstechnologie. So viele Chancen, wie wir auch haben. Wir als Menschen merken ja auch gerade, dass sich die Welt schneller verändert, als wir sie eigentlich prozessieren können. Und jetzt ist halt die Frage, wie passen wir unsere Strukturen an, weil so wie es gerade ist, man eben, was möglich ist und was heute passiert, sehr stark auseinanderfällt. Mhm. Immer weiter, jeden Tag noch ein bisschen mehr. Ich glaube, jeden Tag fällt dir auch noch irgendwas auf, oh, das wäre eigentlich geil zu machen, aber es geht nicht. Das wäre geil zu machen, aber es geht nicht. Und ich glaube, in einem Kassenarzt zum Beispiel, bei dem ist das noch krasser. Und das wird dann halt, das ist Systemwettbewerb. Deswegen wird es ein Land auf dieser Welt geben oder eine geografische Region, wo das wahrscheinlich dann halt besser klappen wird als hier. Da werden die Leute zufrieden sein. Dorthin werden wir alle schauen und sagen, oh wow, die haben das hinbekommen. Und das werden wir dann kopieren.
Ich bin gespannt, was es sein wird. Ja. Ich bin sehr gespannt, was es sein wird. Und dann mal hoffen, vielleicht mit den Apps, ja, vielleicht kriegen wir es hin, unseren kleinen Beitrag dazu zu machen. Ich bin fest davon überzeugt, und wenn ich da so abschließend, das größte Potenzial ist die individuelle Medizin. Mhm. Es kann sein, dass wir einen Speicheltest machen und ich dir sage, oh, das und das sind deine erhöhten Risiken, reagier drauf. Ja. Und gleichzeitig das Zusammenfassen der Informationen. Du hast gerade ganz richtig gesagt, es entsteht ganz viel Information. Es entsteht ja auch mit jeder App, die du hast, mit jedem Telefon neue Informationen. Und einfach nur eine Health-App zu haben, ohne dass du diese Daten verarbeitest, was bedeuten sie für dich in deinem Fall? Ja. Wo ist das Risiko und was ist die Antwort darauf? Und das Ganze noch mit der Motivation, es umzusetzen. Denn wie du vorhin an dem Beispiel sagtest, da sind Leute, die wissen, dass Rauchen schädlich ist. Es ist also nicht der Informationsmangel, sondern es wird nicht der Weg aufgezeigt in Babyschritten. Und macht die Medizin individueller. Das ist in jedem Bereich, also gerade in der Krebsbehandlung wird es individueller. Wir haben vielleicht auch da sinnig durch Corona neue Möglichkeit mit mRNA, Medizin und Wirkstoffen. Aber für die Einzelperson ist vielleicht das Spannendste, was habe ich heute? Also ich habe mir jetzt so einen Podcast angehört. Was kann ich, nachdem ich das gehört habe, wenn ich so lange durchgehalten habe, was kann ich jetzt gleich besser machen? Mhm. Ja, und dann werte mal deine Daten aus. Schau dir mal den Trend an. Frag dich, ob das, was die Auswertung zeigt, zu dem passt, was du haben möchtest. Oder denk an diese Fahrstuhltür von eben. Gibt es Dinge, die ich eigentlich ganz gerne gemacht habe, die ich aber vielleicht unnötig eingeschränkt habe? Warum spiele ich nicht mehr Fußball? Warum mache ich dies oder jenes nicht mehr? Zeitmangel, Job, Familie oder eine körperliche Einschränkung. Und stört mich das so sehr, dass ich was daran ändern möchte? Und ich fand eine Sache, die du vorhin gesagt hast, sehr, sehr geil, weil ich dieselbe für mich auch benutze, ist so, nimm diesen einen kleinsten Schritt, der für dich schon fast lächerlich ja. erscheint, wo du sagst so, ey, 2 Minuten meditieren, klar kriege ich das hin. Ja, dann mach's doch. Genau. Weil das ist, also ich bin Freund, ich war echt so ein Sklaventreiber mit mir selbst, dass ich so, keine Ahnung, so fast schon selbstgeißelnd immer gesagt habe, ich mache die schwierigste Variante von irgendwas, habe aber gemerkt, mein Akku geht dadurch schneller leer. Und dann habe ich gesagt, auf der anderen Seite, ey, dann fange ich mit 2 Minuten an, dann sind es 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und fang an mit dem, was mir super, super einfach fällt. Und dann kannst du auch viel mehr machen. Genau, lieber 10 mal 1 Minute als einmal 10 Minuten. Weil nach der 1 Minute merkst du, gehen oder was auch immer. Dann merkst du vielleicht, ach komm. Die Überwindung ist weniger und dann machst du automatisch mehr. Weil du schon drin bist. Ja. Richtig. Also, es ist spannend. Bewegung ist spannend. Wir bewegen uns von dem ersten Schrei, von der ersten Bewegung an. Und wenn wir uns nicht mehr bewegen, nennt man das Rigor Mortis, das ist die Totenstarre. Also sich nicht bewegen ist keine Alternative. Ja, das sind Worte, meine Freunde. Und deswegen jetzt ab ans Bewegen. Markus, vielen, vielen Dank. Und ich danke dir. Nichts zu danken. Falls ihr Bock habt, schreibt unten in die Kommentare, was für Fragen ihr an Markus habt. Und dann können wir vielleicht nächstes Mal per Zoom oder so über Stammzellen und Co. sprechen oder noch andere Sachen, die du entweder ausprobiert hast oder, sag ich mal, wenn jemand von euch Wehwehchen hat. Aber ich glaube, jetzt gibt es einiges erstmal anzuhören und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Freunde, nochmal kurz zu Athletic Greens. Und zwar, falls ihr Bock habt, eurem Körper was Gutes zu tun, unten in der Beschreibung ist der Link. athleticgreens.com/Tim Gabel. Da könnt ihr Athletic Greens ausprobieren. Ihr habt 90 Tage Geld-Zurück-Garantie. Falls ihr nicht überzeugt seid, ihr habt über 75 Inhaltsstoffe bei Athletic Greens drin. In einem schönen Messlöffel morgens einfach rein trinken und genießen. Checkt's unten ab auf athleticgreens.com/Tim Gabel. Und falls ihr den Link benutzt, bekommt ihr noch 5 Travel Packs und 1 Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 gratis dazu.